Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Dims, Krebs, Schattenmächte, die uns mittels Schuldgeld aus dem Nichts kontrollieren wollen. Demnächst mit eingepflanzten Chip. Bargeld soll abgeschafft werden. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, ohne Blatt vor dem Mund. WakeNews.net. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter WakeNews.net. Mehr Liebe und mehr Wasser. Egal was sie auch sagen, egal was sie auch tun. In diesen Zeiten, da geht's nur um Zusammenhalt, ich sag's euch ja. Denn zusammen sind wir stark, egal was sie sagen. Wir singen hey, 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 hey. In dieser Zeit geht es uns nur um Zusammenhalt. Sing noch einmal low, hey, hey, hey. So Gott will, werden wir dann auch Zusammenhalt. Sing's noch einmal laut, hey, hey, hey. Wo wir sind, sammeln sich schon alle Freunde bald um uns herum. Und hey, 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 schon macht sich Liebe breit. Yeah. Und die Bedeutung von Zusammenstehen wird nun jedem klar, ob fern, ob nah, denn Wissen ist für alle da. Wir wollen den Weg zusammen gehen. Einer hier, der andere da, so wird das Wunder jedem klar. Willst du wirklich noch daneben stehen? Wo sich Glück bereits ganz breit macht in jedem, der sich frei macht. Jetzt ist unsere Zeit, kein Weg ist uns zu weit, wir tun's in Liebe. Alright! Wir singen hey, 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 hey. In dieser Zeit geht es uns nur um Zusammenhalt. Sing noch einmal laut, hey, hey, hey. So Gott will, werden wir dann auch Zusammenhalt. Sing's noch einmal laut, hey, hey, hey. Wo wir sind, sammeln sich schon alle Freunde bald um uns herum. Und hey, 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 schon macht sich Liebe breit. Yeah. Und scheinbar haben sie's vergessen, sind stattdessen ganz vergessen auf die Angst, die den Einsamen treut. Sind ganz stolz auf ihr Gehabe, scheißen stets auf, was ich sage und verstehen nicht, wie ich's bis jetzt gemeint. Und sie sehen nicht, dass Liebe frei macht und nicht nur heim macht, mein Freund. Zusammenhalt, zusammen sein, zusammen lachen, zusammen weinen. Ganz genau so soll es sein. Es geht uns um die Erkenntnis, ein Gefühl, das dir nicht trennt ist. Ein jedes Leben weiß und ein jedes Herz erkennt ist, dass die Liebe der Grund und jeder Tag geschenkt ist. Die Zeit, die wir verbringen, ist nicht selbstverständlich. Liebe, die uns verbindet, macht uns unzertrennlich. Ein Herz, ein Blut, weiblich oder männlich. Eine Seele, ein Geist, denn Feuer verbrennt nicht. Ein Mensch, eine Stimme und ein neues Verständnis. So da. In dieser Zeit geht es uns nur um Zusammenhalt. Sing noch einmal laut, hey, hey, hey. So Gott will, werden wir dann auch Zusammenhalt. Sing's noch einmal laut, hey, hey, hey. Wo wir sind, sammeln sich schon alle Freunde bald um uns herum. Hey, 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 hey. Da macht sich Liebe bald unter. Wir singen hey, 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 hey. In dieser Zeit geht es uns nur um Zusammenhalt. Wir singen noch einmal laut, hey, hey, hey. So Gott will, werden wir dann auch Zusammenhalt. Sing's noch einmal laut, hey, hey, hey. Wo wir sind, sammeln sich schon alle Freunde bald um uns herum. Und hey, 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 hey. Da macht sich Liebe breit. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Death to the New World Order! Hallo, hier ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben ein tolles Sortiment mit Wake News und United We Strike Textilien, Shirts,
Kappen, Westen, Bomberjacken, Hosen und Hoodies. Alles in exklusivem Design. Top-Qualität, gute Preise, direkt im Laufteufel-Shop, laufteufel.de, in allen Größen, schwarz und weiß, sehr aufmerksamkeitsstark, für alle, die aufwachen wollen. Dank euch fürs Interesse, geht gleich auf laufteufel.de und schaut euch um. Ja, ich grüße euch zu unserer heutigen Sondersendung, nämlich United We Strike Radio Marathon. Ja, klasse, dass ihr hier seid, dass ihr mitmacht bei diesem unglaublich warmen Wetter. Ich musste auch ein Fenster aufmachen, weil es sonst hier nicht auszuhalten ist im Studio. So heiß ist das hier schon drin, also ungefähr noch 10 Grad mehr als draußen. Ja, klasse. Also es kann sein, dass mal der eine oder andere hier da einen Lärm hört von draußen, aber das ist halt so. Ne? Okay, ja, super, dass ihr, wie gesagt, heute eingeschaltet habt an einem Sonnabend am 8.8.2015. Ja, es kommt einmal die 8 vor, dann nochmal die 8 vor und dann 2, 0, 1, 5, wenn man das zusammen addiert, 2 plus 0 plus 1 plus 5, auch nochmal 8. Also ein besonderer Tag. Ja, und es geht ja auch durch bis morgen früh, Sonntag früh. Wer also hier nachher auch noch mit eingeschaltet bleibt, der wird tolle Gäste und Gastgeber noch feststellen im englischsprachigen Teil, der nach diesen beiden deutschen Stunden folgt. Ja, und ich habe immer das Privileg, hier zu starten mit dem United We Strike Radio Marathon. Wir teilen das auf in diese Zeitzonen und ich bin zuerst dran hier aus der Schweiz mit unserer Wake News Radio, Wake News TV Sendung. Ja, und hier auch Tierchen 1 sagt, tropische Hitze, das dampft hier. Ne? Also hier schon im Chat dampft es auch schon. Ja, und ihr könnt natürlich auch hier mitmachen. radio@wakeness.net ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden. Und wir danken natürlich allen, die uns hier mit übertragen. Und wer das alles ist, das könnt ihr sehen auf der Seite wakeness.net, Wakeness Radio und natürlich mywakeness.wordpress.com. Das ist der Blog, wo ich immer die Sendungen ankündige, wo ein bisschen beschrieben ist, worum es heute geht. Ja. Und natürlich danken wir allen Musikern und Künstlern, die uns immer ihre Musik zur Verfügung stellen, hier bei Wake News Radio, was wir spielen. Wir hörten Manu Ranking mit Hey, Hey, Hey. Ja, und wer hier zuhört als Musiker, DJ, Band, Produzent oder so, kann uns auch ihre Musik zusenden unter radio@wakeness.net, einfach ein MP3, wir hören rein und melden uns. Ja, am besten immer frei von Rechten Dritter. Ne? Sonst gibt es bei diesem Google-Laden da YouTube immer Probleme. Okay. Ja, wir unterstützen natürlich eben auch Künstler, die sonst nicht diese breite Plattform vielleicht finden, um ihre Musik vorzustellen, die eben auch etwas kritischer ist als das, was der Mainstream zulässt. Da darf man nur über irgendwelche Liebesgeschichtchen und hin und wieder mal irgendwelche anderen verrückten Sachen spielen oder berichten, aber so kritische, gesellschaftskritische oder sogar regierungskritische Sachen da sind da verboten. Ja, hört mal rein. Also bei der Matrix Musik, was die da spielen dürfen, da schaudert es dich. Ne? Ja, okay. Und auch die letzte Sendung vom Donnerstag ist inzwischen hochgeladen. Ja, bei YouTube und auch natürlich bei Wake News TV. Wer das also noch nicht mitgekriegt haben sollte, kann sich das dann im Laufe der nächsten Zeit nochmal anhören. Also nicht gerade jetzt, ne? Jetzt hier live zuhören, bitte. Ja, aber die andere Sendung ist auch wichtig. Welche große Welle kommt zuerst? Ja, und da ging es nochmal ganz wichtig darum, was es im September auch noch geben wird. Und natürlich auch schon in gewisser Weise ein Vorspann zum heutigen Thema, denn es wird einem eigentlich immer bewusster, sogar die Leute, die Bescheid wissen, und dazu zähle ich mich durchaus auch, obwohl ich auch nicht alles weiß, aber
Mir war das schon klar, aber die Gänze dieses Plans, der da ins Rollen kommt, wird einem also täglich deutlicher. Und vor allen Dingen die Beweise kommen eben auch. Und das ist ja wichtig, dass man also auch anderen gegenüber sagen kann, ja, ich sag das nicht nur so, es ist auch so. Und hier kannst du es nachlesen bei anderen Quellen und so weiter. Ne? Das ist ja immer wichtig. Wir versuchen also immer das, was wir sagen, auch zu belegen, sofern das möglich ist. Ansonsten sagen wir, dass wir natürlich das mutmaßen oder dass das unsere Ansicht ist oder so. Gell? Ja, so, das vielleicht mal dazu. Und wer also, wie gesagt, hier uns auch unterstützen will, das ist wichtig, weil wir können nur so viel machen, wie wir also auch Ressourcen haben. Und dazu gehören eben leider auch noch Schuldgeldmittel. Wer uns da also ein wenig unterstützen kann, freuen wir uns, weil wir sind ja nicht kommerziell. Dadurch können wir uns nicht selbst irgendwie, wenn wir keinen Profit generieren, wobei das eh schwierig ist, ne? Unabhängig mal davon, brauchen wir da also eure Unterstützung. Wer das machen kann und will, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Es gibt vielfältige Hinweise. Ich muss das immer wieder sagen, weil das ist ja auch die einzige Möglichkeit, wo ich das so offen sagen kann. Ja, ich habe leider, wir haben keine Kohle, irgendwo Werbung zu machen, ich weiß auch nicht, ob das jemand für uns macht. Sondern wir müssen schon selber machen. Und Werbung in eigener Sache ist also auch wichtig. Und ja, wie gesagt, macht das. Unterstützt uns. Ihr könnt auch hier T-Shirts von United Psych kriegen und Kappen. Auch die haben wir im Angebot beim laufteufel.de. Da kann man die bestellen. Bei dem Wetter super geeignet. In weiß und in schwarz. Ich habe das vorhin schon einspielen lassen durch den Jingle. Ja, und natürlich auch Wake News und so weiter. Und ihr könnt die Sticker bestellen. Ich habe schon wieder einige hier an Bestellungen, die also am Montag rausgehen. Ja, das könnt ihr machen. Und damit kann man auch auf uns aufmerksam machen und natürlich unsere Informationen weit und breit streuen, soweit es geht, in den Sozialmedien, wie das so schön heißt, in Blogs, in Foren, was auch immer. Weiter reichen die Nachrichten. Ja, und natürlich auch ansonsten unsere anderen Angebote durchstöbern, was wir so haben. Zum Beispiel kann man unsere Sendung auch auf CD bzw. DVD bekommen. Auch da gibt es Hinweise. Dann sichert man sich das quasi. Da gibt es immer dieses Angebot, 3 Stück für 15 Euronen und Porto. Ja, und dann schicken wir das zu. Und natürlich auch die Möglichkeit, ja, macht das noch. Wer das will, wer das möchte, an dieser Solarjacht-Verlosung teilzunehmen, da bist du schon mit 1 Euro oder 1 Schweizer Franken dabei und hast die Chance, da ein Gewinner zu sein von jeweils einer Kabine von bei der ersten Yacht, die fertig wird, nämlich für eine Woche 2 Personen plus minderjährige Kinder, wenn man die hat, eine Woche lang in dieser Gemeinschaft einmal mitzumachen, um sich ein Bild zu machen. Das kann man schon ab 1 Franken oder 1 Euro gewinnen. Ja, denn wir sammeln Spenden für eine Wake News Kabine bei solarjacht.de. Ja, und da, wenn die zusammen ist, die Summe dafür, dann läuft der Wettbewerb. Gell? Also mitmachen. Es sind auch schon viele da, die so mitgespendet haben. Das geht auch. 150 Euro Spende bedeutet gleich eine Woche Dauernutzung innerhalb von 2 Jahren rollierend, also so lange, wie es diese Kabine gibt. Also günstiger kann man da nicht drankommen. Auch wenn wir natürlich hinweisen auf all die Schwierigkeiten, die es hier gibt, auch in Europa, auch im Mittelmeer und so weiter. Aber das wird ja nicht ewig sein. Aber so eine Kabine, die kann man eventuell dann immer nutzen. Aber das ist euch überlassen. Es kommt auch nur in Frage für diejenigen, die das interessiert. Alle Kritiker brauchen es ja nicht machen und es wird niemand dazu gezwungen. Gell? Okay, das nur noch mal so am Rande. Ich sag's immer wieder, weil da auch die Zeit läuft, weil jetzt natürlich auch sagen wir mal, das Schuldgeld zusammenbricht. Ne? Solange wir damit noch was machen können, ist es vielleicht eine sinnvolle Investition. Okay. Ja, und dann gehen wir weiter. Wir haben ein wichtiges Thema heute hier gewählt bei dem United Psych Radio Marathon
von heute, nämlich Hexenkessel Europa, seid wachsam. Ja, und was damit auf sich hat, gehe ich jetzt mit euch mal durch. Und wer das also mitverfolgen möchte, der kann das tun. Einfach auf einen der Links gehen, die man findet, und rechte Maustaste in separaten Fenster öffnen. Dann kann man die Bilder, die Links auch mitverfolgen und natürlich den Text. Ja, und später dann wird das Video dort auch mit eingebettet, sodass man auch die Wiederholung dann als Video sieht. Das wird aber frühestens Montag, weil wir ja einen durchlaufenden Radiomarathon haben. Da bin ich auch noch beschäftigt bis am Abend mit der Produktion von anderen Gästen und Gastgebern, bis wir dann bis wir dann die Produktionsstätten wechseln, und das geht dann nachher später in die USA. Okay, ja, und auch dort, überall auf der Erde, auf der Welt, sind Leute, denen es genauso geht wie uns, denen man die Heimat wegnehmen will, egal ob das USA ist, Australien, Neuseeland, England, Irland, wo auch immer. Es gibt dieselben Probleme überall, weil die Globalisten die Herrschaft übernehmen wollen, und zwar ganz offen, mit dem Visier geöffnet. Treten sie uns ja entgegen und zeigen uns, dass sie die Beherrscher sein wollen, und machen das auf perfide Art und Weise. Und wie das geht, gehen wir heute auch unter anderem mal durch. Ich meine, das ist ja immer irgendwo auch Bestandteil unserer Sendungen, darüber zu berichten. Ja, wie ich es immer mache, ich habe eine kleine Collage gemacht zur heutigen Sendung. Da sieht man eine Abbildung auf orangenem Grund, ganz in der Mitte, wenn man so will, ein brodelnder Vulkan als Hexenkessel quasi dargestellt, darüber eine Darstellung, die man übrigens auch sich selber aufklicken kann, rechte Maustaste in einem separaten Fenster, wenn man auf das Bild geht, aufklicken, dann kann man es besser lesen. Da sind also von denjenigen, die sowohl das Problem erzeugen, als es bekämpfen, als es auch berichten, nämlich Frontex, eine Frontex-Darstellung über die größte Flüchtlingsroute in die EU. Ja, und da gab es jetzt hier eine Darstellung, die ich mal gewählt habe, aus 2012. Inzwischen ist es ja viel dramatischer, aber im Wesentlichen stimmen die Richtungen immer noch, wo man sehen kann, dass also überwiegend aus den ärmeren Regionen des Nahen Ostens und Afrikas hier die Flüchtlingsströme nach Europa in Bewegung sind. Das ist ja nicht nur in diesem Jahr, sondern das ist eigentlich schon seit über mehreren Jahren nachvollziehbar. Aber in diesem Jahr ist es besonders stark geworden, weil es ganz offen gehandhabt wird, und es ist ja auch ein Teil der Agenda 21, also eine UN-Angelegenheit. Auch der Papst sitzt dahinter, das wissen wir spätestens seitdem also wir die Münze sehen konnten bei der letzten Sendung. Ich blende sie dann hier auch nochmal ein, weil es ist wichtig, sich das anzuschauen. Die Vatikanmünze, die 100 Lira Vatikanmünze ist oben in der Abbildung mit einem Chemtrail-Flieger versehen worden. Und das bedeutet also, sie gehen ganz offen damit um, dass sie dazugehören oder vielleicht sogar ganz oben an der Spitze stehen in dieser unglaublichen Angelegenheit. Ja, aber zurück zum Bild hier, die Karte eben zu sehen. Ja, und die Bezeichnung Hexenkessel Europa natürlich quergeschrieben darüber, und dann darunter links ein Bild, wo ja die Frankfurter EZB zu sehen ist, darüber in der Mitte ein Eurozeichen mit den Sternen, darunter ein loderndes Feuer, quasi der Euro in der Zerstörungswelle der Hitze wird dort geröstet. Und dann ganz rechts daneben auch nochmal eine Abbildung mit der EU-Flagge. Allerdings sind fünf Sterne
daraus Einschusslöcher eines von irgendwelchen Patronen eines Revolvers oder sonst so. Und in der Mitte steht Troika, ja, und ganz unten links dann noch von UnitedWeStrike.com der Logo. Denn wir machen den UnitedWeStrike Radiomarathon immer jeden zweiten Sonnabend eines Monats. Also das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Und unser Slogan ist ja Don't Buy, Don't Comply, Ask Why. Also das heißt, übersetzt, unterstützt nicht die Globalisten, kauft dort nichts ein. Gehorcht nicht einfach blind irgendwelchen Befehlen eines nichtstaatlichen Behördenkomplexes, der sich nicht mal legitimieren kann. Und Ask Why heißt im Prinzip, fragt alles, hinterfragt alles. Stellt den Leuten auch die Gewissensfragen, ein Auskunftsbegehren, was auch immer, um die Leute zu zwingen, überhaupt erstmal darzustellen, ob sie das tun dürfen, was sie versuchen. Sie versuchen uns zu versklaven. So ist das wohl. Ne? Okay, ja. Ich erläutere das auch immer so ein wenig, weil ja wir eine Radiosendung machen derzeit, und wenn jemand also das nicht vor sich sieht, dann hat er wenigstens eine Vorstellung davon. Ja, und nachdem inzwischen die Hintergründe zu der Umfang und die Tragweite der Flüchtlings- und Asylantenströme aus Afrika, dem Nahen Osten, nach Europa bekannt werden, müssen wir uns darüber im Klaren sein oder klaren werden, dass es sich um eine kriegerische Invasion, einen Angriff durch das US-Regime auf uns Menschen hier in Europa handelt. Ja. Und es wurde ja uns bekannt, dass die Geldgeber des US-Regimes, die Bankster-Organisationen, diese Invasion finanzieren, um so einen Hexenkessel in Europa, einem bereits aufgegebenen und nahezu ausgeplünderten Kontinent, zu erzeugen, um dann dieses Land, diese Region gesäubert von uns zu übernehmen. Ja, und darunter ist eine Abbildung, die ich gemacht habe, eben in Hinsicht auf diese vorliegenden bewiesenen Informationen, dass das US-Regime natürlich mit Hilfe der befreundeten Nationen in Anführungszeichen oder Organisationen ISIS finanziert. Ja, die ISIS ist deren Terrororganisation, die sie quasi am Boden verwenden, um ganze Regierungen zu erschüttern, um die Basis dort anzugreifen, weil sie es militärisch so nicht tun können oder wollen, weil das zu schnell auffällt, haben sie eben so eine Terrororganisation gebildet. Früher hießen die Al-Qaida, aber wir wissen, dass die alle ausgebildet sind von den Militärs, ganz speziell natürlich den US-Militärs, aber auch vielleicht von den Israelis. Ja, und natürlich ausgestattet sind mit Mitteln, die sie aus den Raubzügen, die sie machen, entnehmen dürfen. Das ist ja auch gestattet, und die Bekämpfung von ISIS aus der militärischen Sicht durch NATO oder andere passiert ja nur deklaratorisch, also nur nach außen hin, weil möglicherweise werden dabei ganz andere Dinge gemacht. Wir haben ja auch erlebt, dass Nachschub abgeworfen wurde von Flugzeugen und keine Bomben, ja. Oder man bekämpft dann irgendwelche Ziele, die abtrünniger ISIS-Leute, die also nicht mehr dazugehören oder ihr eigenes Ding machen wollen und ausbrechen aus der Generalstrategie. Oder aber es sind Gruppen, die gegen ISIS kämpfen, die dann also bekämpft werden. Wir wissen in Syrien und im Irak, wo auch Kurden leben und so weiter, passiert das. Also da gibt es auch Gruppen, die wehren sich gegen ISIS und deren Einfluss, und die werden dann vielleicht auch aus der Luft eben vom Westen oder von der NATO bombardiert. Ja, und natürlich,
das ist der Hammer schlechtweg. Das ist zwar vermutet worden, aber jetzt haben wir es ja schwarz auf weiß. Die Schlepperbanden der Asylanten werden also finanziert vom US-Regime. Und da werden zwar hin und wieder welche hochgenommen. Ich habe gerade noch ein Video gesehen in Italien, aber wahrscheinlich sind das welche, die auf eigene Rechnung arbeiten. Das geht natürlich nicht. Es muss alles immer bei der richtigen Mafia-Familie landen. Ne? Ist ja klar. Ansonsten werden die dann, wenn sie ihr eigenes Geschäft machen, dann eliminiert, weil abgeliefert werden muss oder erfüllt werden muss gegenüber der mächtigsten Mafia-Organisation, die es da gibt. Ne? Ja, wobei Mafia jetzt natürlich nur ein Pseudonym ist, aber ihr wisst, was ich damit meine. Ja, und das ist natürlich der Hammer schlechtweg, weil wenn das der Fall ist, dann ist das ja alles eine Chimäre, eine Darstellung falscher Tatsachen gegenüber allen. Ja, in den Medien wird das also alles natürlich in den Matrix-Medien anders dargestellt, weil die Terroraktivitäten eben des US-Regimes dort ja nicht aufgezeigt werden in der Form, sondern immer darauf hingewiesen, handele sich um humanitäre Aktivitäten, wobei schon das gar nicht stimmen kann, denn die Leute, die ja hier nach Europa fliehen als Asylsuchende oder Flüchtlinge, ja irgendwoher vertrieben wurden oder werden, aus welchem Grund auch immer. Und man müsste eigentlich ganz anders vorgehen, denn nicht die Umsiedlung ist dasjenige, was dem Problem hilft oder helfen würde, sondern es ist die Bekämpfung der Ursache am Ort des Geschehens, also in Afrika oder im Nahen Osten, von wo die Menschen fliehen müssen. Ja, und das in der Form ist dort abgebildet in dieser Collage, die ich gemacht habe, auch nochmal das Bild von ISIS, wo drin steht, stoppt die USA, Israel und Saudi-Arabien, die Türkei und Katar darin, die ISIS-Terroristen zu unterstützen. Und da sind auch die ganzen Flaggen abgebildet. Auch wissen wir, dass Spezialtruppen der NATO und vielleicht auch anderer Armeen in Verkleidung solcher ISIS-Terroristen dort vor Ort kämpfen, weil das jetzt gerade ja aufgeflogen war. Es gab da eine Nachricht, die ich also hier gerne auch nochmal erwähne, weil das ist ja auch wichtig, dass man das weiß. Hier kam nochmal bei einer Veröffentlichung bei RT.com Special Forces Disguised as ISIS or ISIS Fighters Operating in Syria Military Sources, das heißt übersetzt Spezialkräfte des Westens verkleidet als ISIS-Kämpfer, die in Syrien operieren, gemäß militärischer Quellen. Ja, und wir wissen natürlich, die Russen und viele andere haben ihre Geheimdienste dort vor Ort, ist ja logisch, und berichten dann alles, was entsprechend dort passiert. Und deswegen sind solche Veröffentlichungen für uns natürlich auch ganz wichtig. Ja, und auch hier, was die Finanzierung dieser Schlepperbanden angeht, gibt es also verschiedene Veröffentlichungen, die ich darunter auch als Link aufgeführt habe. Hier zum Beispiel das erste bei deruva.blogspot.ch, USA finanziert Schlepperbanden. Ja, und da zitiere ich da von diesem Beitrag: Ein unglaublicher Vorwurf kommt nun aus den Reihen österreichischer Geheimdienste. Gemäß Informationen eines Mitarbeiters des österreichischen Abwehramts sollen Erkenntnisse darüber vorliegen, dass US-Organisationen die Schlepper bezahlen, welche täglich tausende Flüchtlinge nach Europa bringen. Und dort steht dann ein Zitat von den dort veröffentlichten Informationen: Schlepper verlangen horrende Summen, um Flüchtlinge illegal nach Europa zu bringen. Die Bedingungen sind oft sehr schlecht. Trotzdem kostet ein Transport aktuell zwischen 7.000 und 14.000 Euro nach Region und Schlepperorganisationen unterschiedlich. Und ich zitiere weiter: Aus
Polizeikreisen, welche tagtäglich mit den Asylbewerbern zu tun haben. Alleine im Erstaufnahmelager Traiskirchen sind über 100 Beamte täglich im Einsatz. Österreich. Sind Schlepperkosten und Zustände längst bekannt? Auch der Verdacht, dass die USA im Sinne einer geostrategischen Strategie die Finger mit im Spiel hätten, wird immer wieder geäußert. Wenige Experten sind bereit, verlässliche Informationen durchsickern zu lassen. Niemand will mit vollem Namen an die Öffentlichkeit. Und hier steht noch ein Aufruf: Wir bitten Journalisten, Polizei und Geheimdienstmitarbeiter an der Aufklärung der hier geäußerten Vorwürfe aktiv mitzuwirken. Schickt uns anonym oder per E-Mail Infomaterial, wenn ihr verlässliche Informationen diesbezüglich weitergeben könnt. Die gegenwärtige Lage in Europa ist brandgefährlich und Aufklärungsarbeit kann eine weitere Zuspitzung der Krise verhindern. Ja, ich denke, das ist auch ganz klar die richtige Schlussfolgerung darüber. Und das Ähnliches kann man dann entnehmen aus den anderen Veröffentlichungen, die da aufgelistet sind. Querdenken.tv, die USA bezahlen die Schlepperbanden für die Asylanten nach Europa. Und bei der Zeit.de, ein Matrix-Medium, Flüchtlinge, EU-Sondergipfel, Militäreinsatz, Libyen, Schlepper. Ja, also man wollte in jedem Fall mögliche Konkurrenz da gleich wegbomben, damit man das alles selber kontrolliert. Ja, und dann noch derwesten.de, Terrormiliz als Schlepperbande. Da geht es darum, dass also ISIS aus den Gruppen von ISIS sich Leute da eben mit diesem Schleppen, mit diesem Menschenhandel beschäftigen, da natürlich mächtig zusätzlich noch mit daran verdienen, ohne Rücksicht auf die Leben und das Ergehen dieser armen Menschen oder dieser Menschen, die darüber kommen. Vielleicht sind nicht alle arm, denn man muss ja auch erstmal dafür zahlen. Aber wie gesagt, das Zahlen übernimmt ja offenbar auch, übernehmen ja auch eben US-Regime gelenkte Kreise. Ja, man sieht da unten eine Abbildung, wo man eben Leute sieht, die irgendwo vor der Küste aufgefangen wurden aus einem untergegangenen Schiffchen. Die sind natürlich auch alle marode oder aber überladen und was weiß ich und gehen natürlich auch kaputt dabei. Und das ist den Schlepperbanden ja vollständig egal. Solange die schon erstmal kassiert haben, ist denen egal, was dann mit diesen Menschen passiert. Ja, und auch da, wie gesagt, dieses Bild, das kam bei bei tt.com. Ich mache das gerade nochmal eben auf. Was man da sehen kann, Flucht aus der Hölle, das ist also tt.com. Flucht aus der Hölle, Menschenleben sind Schlepperbanden egal. Der Menschenschmuggel auf der Libyen-Route gleicht immer mehr den Sklaventransporten von einst. So ist es. Ja, und da zitiere ich nur ganz kurz, Schlepper als eiskalte Geschäftsleute, das sind Geschäftsleute, sagte Giampaolo Mosseni, Co-Autor des in 2 Jahren Recherche entstandenen Berichts Confession of a People, Smugglergeständnis eines Menschenschmugglers, dem Sender BBC. Man muss sich einen Schmuggler als jemand vorstellen, der 24 Stunden am Tag darüber nachdenkt, wie man nach Europa durchbricht. Die lesen Nachrichten, studieren europäisches Recht und schauen, was die Europäische Agentur zum Schutz der Außengrenzen, nämlich Frontex, macht. Ja, zudem mehren sich Hinweise, dass Schmuggler mit radikal islamistischen oder islamischen Terroristen kooperieren. Diese neuen Sklavenhändler finanzieren auch den Terrorismus, sagte Italiens Außenminister Paolo Gentiloni der Zeitung Il Messaggero. Ihre kriminellen Geschäfte machen bereits 10% des libyschen Bruttoinlandsproduktes aus. Ja, und es ist klar, dass man also jetzt auch die Sachlage der Beseitigung Gaddafis noch besser erklären kann. Es sind natürlich vielfältige Gründe dort zu sehen, aber mit Sicherheit eben auch die Beseitigung dieses
Führers, der für libysche Interessen einstand. Denn ein Gaddafi hätte jetzt einem solchen Flüchtlingswege im Wege gestanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Man wollte also den Weg frei haben für ungehinderten Menschenhandel, der gedacht ist, natürlich nicht nur um Kohle zu machen, das sind ja immer verschiedene Dinge, die gleichzeitig ablaufen, sondern auch einen geostrategischen Krieg zu führen. Ja, wie sehr unsere Annahmen stimmen, dass die NATO nur die Streitmacht der Rothschild geführten privaten Banksterfamilien ist, wurde deutlich durch die ganz offizielle Belohnung an den früheren NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, der nun ganz offiziell und ganz offen für die der Rothschild-Familie gehörigen Goldman Sachs Banksterfirma fürstlich bezahlt arbeiten wird. Goldman Sachs, eine Chaos-Bank oder Chaos-Banksterfirma, die allerorts und überall im Hintergrund regiert, so wird Merkel von da gesteuert. Der italienische Ministerpräsident Griechenland wurde durch diese in den Ruin getrieben. Der EZB-Chef Draghi, den nennen wir auch den Rothschild-Drachen, stammt von da und viele mehr. Ja, und da zum Beispiel auch nochmal so ein Link eingeführt, das ist der Jörg Asmussen, der soll Chefvolkswirt der EZB werden, ist es ja auch schon geworden. Nur nochmal so zur Erinnerung, wie eng diese ganzen Verflechtungen sind und darunter eine Abbildung eben einer Collage von diesem Herrn Rasmussen, als er noch für die NATO tätig war. Daneben rechts die verschiedenen Einheiten, die also die EU kontrollieren, militärisch. Wir wissen ja, dass dies Militär und die bewaffneten Uniformierten nicht dafür da sind, uns zu schützen, das Volk, die Menschen, und oder aber Angriffe von außen verteidigen sollen, denn es gibt ja schon längst die neue Weltordnung. Das heißt, es ist alles schon eins, alles ist globalisiert. Das sieht man auch daran, dass die Polizei und wie sie alle heißen, eigentlich fast ähnlich und identisch ausgerüstet und verkleidet sind. Nein, das ist dafür da, um die Herde, die um die es geht, die man also jetzt schlachten will, die man jetzt abkassieren will, bekämpfen zu können. Und da ist eben so eine Karte von Europa speziell aufgeführt von einigen Einheiten, die also dort auch benannt sind. Und dann steht da Ex-NATO-Generalsekretär Rasmussen, jetzt Banksterberater, daneben das Logo von der Firma Goldman Sachs und links unten ein mit Blut beschmierter Haufen von Dollarnoten und ganz rechts eine Abbildung von Menschen, die sehr wohl die Hintergründe kennen und protestieren, die also dort Schilder vor sich hertragen mit Wanted, das heißt gesucht, und zwar von Goldman Sachs, der Lloyd Blankfein, der CEO, der aber ja seinen Rücktritt schon bekannt gegeben hat. Jetzt für diesen Sommer, so rechtzeitig vor dem katastrophalen September, ist er zurückgetreten. Ja, und das sollten wir auch immer im Kopf behalten, dass da natürlich auch noch einiges auf uns zukommt. Ja, und da habe ich beispielsweise hier auch einen Link eingebracht. Man hätte deren mehrere einfügen können, aber wo das auch nochmal drinsteht, beim Manager-Magazin, auch Matrix Medien. Anders Fogh Rasmussen heuert bei Goldman an. Ja, und mit einem Deal, so steht es da, eine komplette Regierung zu Fall gebracht zu haben, können nur wenige Geldhäuser von sich behaupten. Goldman Sachs kann es. Der Einstieg der Bank beim dänischen Energieversorger Dong verärgerte im vergangenen Jahr die Sozialistische Volkspartei derart, dass sie ihre Regierungsbeteiligung aufkündigte und damit die gesamte Regierung zu Fall brachte. Um künftig solche extremen politischen Reaktionen besser kalkulieren zu können, ja, Master the Human Domain, ne, das ist ja der Slogan der Jade Helm 15 Militäroperationen in den USA,
Ja, um das besser kalkulieren zu können und wohl auch ihr Image in Dänemark zu verbessern, greift die Bank nun auf die Hilfe eines Profis zurück, des früheren dänischen Ministerpräsidenten und Ex-NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen. Anders Fogh Rasmussen ist von GS, also Goldman Sachs, angeworben worden, erklärte auf Nachfrage vom Managermagazin.de ein Sprecher von Goldman Sachs. Er bestätigte damit dänische Medienberichte, denen zufolge die Investmentbank den Politik- und Medienprofi als Berater gewinnen konnte und so weiter. Ich will das nicht alles vorlesen, das kann man nachvollziehen. Darunter nochmal eine Abbildung, die also zeigt Masters of the Eurozone und das heißt also die Meister der Eurozone, wo man also sehen kann, verschiedene Köpfe von verschiedenen Leuten, die alle mit Goldman Sachs zu tun haben. Also alle Länder werden hier mehr oder weniger ganz offen auch von Goldman Sachs Leuten beherrscht. Ja, wir wissen, ich will die jetzt nicht alle einzeln durchgehen, auch die Figuren oder die Menschen oder Personen, die da auftreten, sind nicht das Entscheidende, sondern die kann man ja auswechseln, sondern wer, für wen die arbeiten, ist wichtig. Und da sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es sich hier also um eine Schattenregierung handelt, die aber schon nicht mehr schattig ist, sondern schon ganz offen nach vorne, nach oben kommt. Und es hatte ja auch beim Honigmann so eine Veröffentlichung gegeben, die ist zwar schon länger, aber kann man natürlich nochmal nachlesen. NWO Zentralbankensystem, treibende Kraft hinter der NATO-Kriegsserie. Und ich will das nicht durchgehen, das kann man nachlesen. Das ist richtig, weil natürlich der ganze militärische industrielle Komplex im Eigentum eben dieser Bankster-Familien und deren Organisationen steckt. Ja, das darf man nicht vergessen. Die verdienen daran am Krieg und außerdem können sie das wunderbar nutzen, um sich selbst beschützen zu lassen mittels eben dieser Übermacht, militärischen Übermacht und natürlich auch gezielt zerstören und erobern können, ausrauben können. Und genau das ist geschehen. Ich denke, das lässt sich jetzt nur noch schwer wegdiskutieren, oder? Es handelt sich also klar um militärisch-strategische Vorgänge, die nur mittels Propaganda der Matrix-Medien sowie allerlei Gutmenschen, in Anführungszeichen, Indoktrinationen diverser Organisationen uns gegenüber verschleiert werden. Bekanntlich kauft Geld, muss einen einschränken, fast alles. Ja, und so muss man da sehen, dass also diese Flüchtlingsinvasion, diese Asylanteninvasion eine gezielte geostrategische militärische Maßnahme ist, um hier alles aufzuweichen, um hier alles durchzurütteln, um alles aus der Balance zu werfen. Und ja, darunter ist nochmal eine Abbildung, von einigen Dingen, die ich da auch gefunden habe im Internet. Einmal der Schrei, ja, das kennt man ja vielleicht noch, eine Abbildung, wo man das hier so ein bisschen kollagiert hat. Nämlich war das Titanic-Magazin, wo sie da die Merkel mit Schrei abgebildet haben und wer bezahlt dafür 120 Millionen, ne? Also für das Bild. Ja, das war ja dieses Bild, der Schrei ist ja unglaublich wertvoll gehandelt worden. Was heißt wertvoll? Also die Schuldgeld ist natürlich nicht wertvoll, aber ihr wisst, was ich damit meine. Und dann rechts daneben habe ich eine Abbildung eines Schilderwaldes gemacht mit Flüchtlings-Erstaufnahmestelle Asyl. Es geht hier also um bereits fest zementierte Strategien, das ist ganz klar. Und unter diesem Bild Lloyd Blankfein von Goldman Sachs. Und dann zwei andere Bonzen aus dieser, den George Soros und den Ackermann,
die also auch da als Gangster und Bangster-Vertreter im Hintergrund mitwirken. Ja, und dann ganz unten rechts nochmal die Übersicht, dass einem das mal klar wird. Also es gibt da bei vielen Menschen immer noch gedankliche Unklarheit, wer die NWO ist und was die alles machen. Ja, NWO ist ja die Abkürzung für Neue Weltordnung. Diese Neue Weltordnung ist letztendlich die Bezeichnung dessen, was die Pläne dieser kleinen Elite sind. Nämlich, sie wollen irgendwann mal auch offiziell an der Spitze der Pyramide stehen und nicht nur im Geheimen, wie sie das derzeit machen, mit ihrer Symbolik oder im Okkulten treiben, sondern sie wollen es dann auch mal ganz eindeutig sein, auch nach außen hin vertreten und sich dort anhimmeln lassen, sozusagen als neue Halbgötter oder sowas. Und die verfolgen immer verschiedene Wege und verschiedene Strategien parallel. Ja, und das ist manchen überhaupt nicht klar, die also immer noch in Schwarz und Weiß unterteilen oder in Rot und Grün oder wie auch immer, sondern es ist, geht wirklich darum, alles mit dem Ziel dieser Weltregierung, dieser diktatorischen Zentrale, die man auf errichten möchte, wo es dann keine Auseinandersetzung mehr gegeneinander gibt, sondern dann geht immer alles nur noch von oben nach unten. Also wird immer alles, was unten ist, wird dann geknebelt. Ist dann auch für die einfacher, ne? Dann arbeiten also bewaffnete Uniformierten ganz offiziell nur noch für eine Mannschaft, die ganz oben sitzt und verknüppelt alle, die da unten sind und die getreten werden, wie es ja auch heute schon ist. Allerdings nicht mehr in verschiedene so kleine Gehege aufgeteilt, wie zum Beispiel Europa und USA, sondern ist eben alles ein Wusch. Und da ist es egal, wie die herangehen, und ich habe es so genannt, einmal die kapitalistisch-faschistische NWO, und die ist blau markiert, und rechts daneben die rot markierte kommunistisch-sozialistische NWO. Eben wie immer du das Ding nennst und wie immer die Schattierungen innerhalb dieser beiden Varianten sein mögen, kontrolliert werden beide Seiten immer von denselben. Nämlich, in diesem Fall habe ich jetzt mal zwei Rothschild-Vertreter da aufgeführt, einmal einen aus Frankreich, einmal einen aus Großbritannien. Exemplarisch, ja. Es sind also immer dieselben Kräfte, die alles lenken und leiten. Auch den Kommunismus und den Kapitalismus. Das gehört alles zu deren Instrumentarien, wenn man das als Begriffe mal so akzeptiert, um eben eine Seite gegen die andere auszuspielen, dass die sich gegenseitig aufreibt und das, was übrig bleibt, das wird dann geschluckt und umgewandelt. Wir befinden uns ja in einem transitorischen Prozess, also in einem Wandlungsprozess, der hinführen soll eben zu dieser absoluten Herrschaft, dem Absolutismus der Bankster sozusagen. Ja, das dürfen wir aber keinesfalls weiter geschehen lassen. Sagen wir schon seit langer Zeit, aber jetzt muss es einem wirklich deutlich werden, sogar demjenigen, der das immer noch nicht kapiert hat. Ein Sturm der Entrüstung muss sich ausbreiten. NATO, Goldman Sachs und die Regierungen und Organisationen, die das unterstützen, müssen boykottiert werden. Das Volk, also alle Souveräne, müssen sich zusammenschließen und diesem satanischen Treiben so friedlich wie möglich ein Ende setzen. Ja, und über das und vieles mehr heute in der Sendung. Und nochmal der Hinweis, wenn wir gleich durch sind mit den 2 Stunden auf Deutsch, geht's dann nachher auf Englisch weiter. Ich werde vermutlich eine kurze Zusammenfassung bringen der Ereignisse auf Englisch unserem internationalen Publikum entgegen. Und dann kommt im Verlaufe der Sendung dann später Joanne Consciousness aus den USA, die uns auch wichtige Sachen berichten wird. Und dann werden wir den Stab weiterreichen an unsere Kollegen in den USA. Ja, und das sind alles Menschen und Freunde, die dieselben Interessen haben wie wir alle, dieselben Ziele verfolgen, also unsere Verbündeten sind, denn die
obwohl sie Amerikaner sind, haben genauso viel Kritik am US-Regime wie wir. Und da sollten wir immer unterscheiden dazwischen, zwischen dem US-Regime, also der Regierung oder den Mächten, die also gegen die Menschen auch in den USA kämpfen, und den Bürgern oder den Menschen, die dort im Lande leben und eigentlich nur dasselbe wollen wie wir auch, nämlich ein friedliches Leben führen zu können. Und deswegen müssen wir uns auch weltweit mit all diesen Menschen verbinden, die die gleichen Ziele haben, und das tun wir mit United We Strike. Ja, und schaltet also dann später auch noch ein oder hört weiter zu. Das geht bis Sonntag in der Früh. Ja, und ich habe da auch nochmal einen Link unten gebracht zu der Seite. Ich habe dort einen englischsprachigen Blog, den man sich dann auch ansehen kann. Und das Thema dort aus meiner Sicht heißt Cauldron Europe, Be Vigilant. Cauldron ist also die Bezeichnung für Hexenkessel. Ja, das ist vielleicht mal so ein wenig ein Querschnitt über das Thema, was uns dringend interessiert, und das wir also realisieren müssen, auch zusammen mit all den Menschen, die hier jetzt sich Fragen stellen, warum das mit der Asylpolitik ist. Und das sind ja Leute, auch diese ganzen Initiativen wie Pegida und wie sie alle heißen, sind ja aus dem Druck entstanden, dass man feststellt, hoppla, es gibt hier eine Überfremdung. Ja, hier hat man sich überwiegend auf den Islam gestürzt als Religion, wobei das ja Quatsch ist, weil es geht ja um ganz andere Sachen. Es geht ja gar nicht um einen Religionskrieg oder um die Invasion einer Religion in ein Land, wo eine andere Religion ist, sondern es geht hier um eine geostrategisch-militärische Operation von Globalisten, die hier das Land übervölkern wollen, um dann damit ihre Ziele umzusetzen. Also die Quelle des Leidens sind nicht die einzelnen Asylsuchenden und Flüchtlinge, sondern die sind nur Mittel zum Zweck, um das Ziel zu erreichen. Und diese Erkenntnis, die muss bei den Leuten kommen. Dann fassen sie auch die ganze Sache etwas anders an. Es nutzt ja nichts gegen die Flüchtlinge und die Asylanten allein vorzugehen, die müsste man eigentlich eher mit ins Boot holen, wie schon mal einer vorgeschlagen hat, aber das ist schwierig, weil die Sprache nicht sprechen, die haben überhaupt nicht den Hintergrund, außerdem werden sie vielleicht noch bezahlt oder gefördert, eben von der Gegenseite, sind also dadurch, ob sie es wollen oder nicht, automatisch auch unsere Gegner, ja, sondern wir müssen an die Strukturen herangehen, und die Strukturen ist die Regierung, die Organisationen, die diese Flüchtlingsgeschichten also befürworten und mitorganisieren und finanzieren. Es ist das US-Regime als solches, die natürlich hier beispielsweise in der Bundesrepublik mit über 300 militärischen Institutionen schon tätig sind. Dazu gehören die NATO-Mitglieder und die NATO überhaupt. Dazu gehört natürlich auch die Bundeswehr. Im Prinzip sind das alles diese Teile dieses Systems, die sich gegen uns richten, in ihren Maßnahmen, und natürlich die Bankster. Wer jetzt heutzutage noch eine Bank unterstützt, unterstützt seinen eigenen Untergang. Ja, man muss also versuchen, sich dort abzuziehen, soweit es irgendwie geht. Es ist nicht absolut 100% vielleicht möglich, aber wir müssen zusehen, dass wir uns von denen zurückziehen und beispielsweise auch, das war auch mal Vorschlag, alles versuchen in Bargeld zu zahlen und abzuwickeln, weil je länger wir dafür sorgen, dass es das Bargeld gibt und je notwendiger das Bargeld ist, desto schwieriger wird es für die und für die im System verbundenen Firmen und so weiter, das Bargeld abzuschaffen. Weil das kommt jetzt Stück für Stück. Es wird auch irgendwann zusätzliche Gebühren geben, wenn man Bargeld einsetzt oder so. Ja, das kann alles passieren. Dagegen müssen wir vorgehen. Allein wenn wir schon uns das Bargeld erhalten können, haben wir schon einen kleinen Sieg. Ja, und so weiter. Also wir müssen zusehen, dass wir unser Verhalten gegenüber dem System ändern. Wir müssen uns dagegen stellen, dass die mit uns machen können, was sie wollen. Ja.
Und wie gesagt, wenn wir es verhindern wollen, dass Asylanten und Flüchtlinge ins Land kommen, dann geht das nicht, indem wir einzelne Flüchtlinge und Asylanten oder solchen Gruppen da niederhauen oder was auch immer, sondern wir müssen da ansetzen bei den Organisationen und Leuten, die die hier reinlassen. Das ist das Dorf, die Gemeinde, Bürgermeister, das ist die wesentliche Einheit, wo wir als Volk oder als Menschen oder als Bürger ansetzen müssen. Wir müssen Druck machen, da müssen Flyer verteilt werden über eben die Zusammenhänge, die hier ablaufen. Und wir in unseren Sendungen versuchen immer die Grundlagen dafür anzubieten, dann kann man weiter recherchieren. Es muss dann natürlich vor Ort die Arbeit gemacht werden, indem man dann Versammlungen einberuft, beispielsweise Aufklärungen macht, die Leute aufweckt, Termine mit diesen Bürgermeistern oder Gemeinderäten macht und sagt, das geht nicht, ihr könnt das nicht unterbringen. Und wenn die dann sagen, ja, wir müssen, weil der Bund oder weil irgendwer das angeordnet hat, dann muss man sagen, ja, du bist doch der Chef hier, oder, von deiner Kommune. Du musst zusehen, dass du für uns arbeitest und nicht für andere. Du wirst nämlich von uns bezahlt, ja, und all solche Sachen. Und ich würde sagen, das ist der erste Schritt, den wir machen müssen. Und dazu haben wir noch die Gelegenheit. Gewalt, Auseinandersetzung, sich miteinander prügeln oder sonst irgendwas, kann kommen. Das kommt dann sowieso, wenn nichts von dem gemacht wird, was ich eben gerade gesagt habe. Wenn wir uns nicht friedlich und bestimmt wehren, und zwar bei denen, die für diese Misere verantwortlich sind, ja, beziehungsweise deren Dienern, ja, dann wird da nichts draus. Was willst du machen? Du kannst natürlich hier gegen Flüchtlinge und Asylanten vorgehen und die beschimpfen, aber das bringt ja nichts. Das bringt nur einen Krawall. Das bringt eigentlich nur das, was sie wollen, nämlich die Auseinandersetzung, dass wir uns zerreiben mit den Kräften, die da angereist kommen. Man muss an der Quelle versuchen, das zu unterbinden, und dazu gehört natürlich auch, dass wir versuchen, uns eben mit diesen politischen Kräften auseinanderzusetzen, die auch wieder Angst haben, dass sie nicht wiedergewählt werden, dass sie ihren Job verlieren oder ihre Pension und was weiß ich. Und das ist wieder Kampf mit den Ämtern und Behörden, der auch tagtäglich ja hier stattfindet, die ja auch einfach nur wie Nesseln, wie Parasiten und Mitesser uns versklaven wollen durch ihre Gebühren, Strafen, Bußen, was es auch immer alles gibt. Das ist genau dieselbe Kiste. Und das ist dasselbe Prinzip. Nur in diesem Fall haben wir eben nur die Möglichkeit, friedlich, wie gesagt, vorzugehen, indem wir also mit den Vertretern vor Ort reden. Und das muss geschehen. Und wie gesagt, die Bewegung muss vor Ort sein, unten an der Basis. Du kannst mit einem Rasmussen kannst du nicht Kontakt aufnehmen. Du kannst dem eine E-Mail schicken, du kannst dem einen Fax schicken, das wirft er in den Papierkorb. Aber du musst mit den Leuten unten an der Basis, du musst die Parteien an einen Tisch kriegen, ob das CDU ist, auch wenn du die nicht magst, wenn du die nicht wählst. Aber die sind halt da und die sind diejenigen, die du zu fassen kriegst. Die musst du dir holen. Unten an der Basis, CDU, CSU, wie sie alle heißen, FDP und so weiter und SPD, die muss man sich schnappen und muss die zwingen dazu, diese Sache einzustellen. Das ist aus meiner Sicht die beste friedliche Lösung. Alles andere, was ich ergeben kann, und das ist natürlich die Befürchtung, die auch sagen wir mal, im Raume steht, dass wir also dann einen Hexenkessel deswegen kriegen, weil die Leute ungezügelt dann einfach uns überfallen. Ja, wir haben ja berichtet auch über die verschiedenen Verbrechen, die verübt werden an Menschen. Das wird sehr schnell, sobald das noch weiter herumgeht, dazu führen, dass sich automatisch die Menschen zusammenschließen, Sicherheitsgruppen bilden, Bürgermilizen vielleicht sich daraus entwickeln und dass man nur noch in Begleitung draußen unterwegs ist. Aber dann sind wir ja eigentlich schon an dem kurz vor dem Aufeinander-Losgehen Punkt, und der führt ganz schnell zu einer Eskalation von Gewalt. Das muss uns klar sein, dass das kommen kann,
und dass das vielleicht auch kommen wird, kann man annehmen. Aber im Moment sollten wir alle politischen Druckmittel auf die Verantwortlichen unten an der Basis nutzen. Und die sind jetzt gefordert. Die werden dafür bezahlt, ob du jetzt da Politiker unten in der Gemeinde hast, Gemeinderäte, Bürgermeister, wie sie alle heißen. Das sind diejenigen, die bezahlt werden von den Bürgern, von den Menschen, die zu Steuern und Abgaben gezwungen sind. Und die müssen jetzt fürs Volk gezwungen werden zu arbeiten und nicht umgekehrt. Und wenn die sagen, ja, wir können nichts machen, weil, dann muss man sagen, du kannst, weil. Und da muss man natürlich auch die Rechte kennen. Da muss man auch da fordern, auch das Naturrecht muss wieder hervorgekramt werden, weil man das vergessen hat oder weil viele Leute gar nicht wissen, was das eigentlich ist und so weiter. Die Leute sind ja einfach dumm, die sind nicht ausgebildet, kennen sich nicht aus, wissen nicht mal zum Beispiel in der BRID, dass das immer noch ein besetztes Land ist und so weiter. Überhaupt, also die verstehen das ja alles noch nicht. Aber das, der Druck oder das Problem, was auf sie zukommt, ist die Überfremdung, ist die kulturelle Überschwemmung von Leuten aus anderen Regionen, die ja bewusst hierher gelockt werden, die ja nicht von alleine kommen, die werden ja bewusst reingeholt. Es gibt ja einen übergeordneten Plan. Es ist die Agenda 21 auf der einen Seite und die neu definierte Agenda 2030. Ja, das ist ja das, was jetzt auf uns zukommt. Das muss man wissen. Und zu spät, hier steht Detlef und in der CH in der Schweiz ist alles schon zu spät. Viel zu spät. Natürlich sind wir viel zu spät. Wenn wir das vor 10 Jahren erkannt hätten und anders gemacht hätten, wären sie ja gar nicht so weit gekommen. Aber die Menschen sind eben phlegmatisch in gewisser Weise. Die strengen sich erst an, wenn sie absolut müssen. Und vielen geht es zu gut, auch immer noch. Und die sagen sich, ja, bevor ich mich hier anlege mit irgendwem, versuche ich es erstmal so. Und das ist aus der persönlichen, individuellen Sicht vielleicht richtig, aber nutzt der Gemeinschaft nicht und nutzt der Zukunft nichts. Und wenn man eben, solange man den Kopf in den Sand steckt, solange man Angst hat, sich zu wehren, solange hat man einen Moment vielleicht noch Ruhe, aber irgendwann kracht alles umso schlimmer auf einen nieder. Und deswegen muss man sich jetzt wehren, und zwar so friedlich wie möglich. Ja? Denn alles, was mit Gewalt zu tun hat, das ist immer Bestandteil meiner oder unserer Sendung hier, hat keinen Sinn, solange man nicht absolut dazu gezwungen ist. Weil darauf warten sie ja nur. Das ist ja das, was sie tun. Sie provozieren ja auch immer, dass die, sagen wir mal, die Russen oder so, obwohl die auch im Spiel mit drin sind, aber die provozieren, 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 damit endlich einer losschlägt, damit sie zurückschlagen können. Denn es geht nicht darum, ob einer gewinnt oder nicht. Es geht nur um die totale Zerstörung. Und wenn alles total zerstört wurde, dann werden diejenigen, die sich dann verkrochen haben, von irgendwo erheben und werden dann den Rest einkassieren. Ja, das darf man nicht vergessen. Wir werden ja ausgespielt, ja, von diesen paar wenigen. Die haben sich das sehr genau überlegt, haben da Milliarden ausgegeben dafür in Thinktanks, also in Denkfabriken, um sich diesen Plan zurechtzulegen und das schon seit langer Zeit. Wie sie uns rankriegen, wie sie uns wie ein Frosch kochen können. Ja, und dann, wenn wir es schaffen, uns zu wehren, und wir werden es schaffen, dann können wir auch gemeinsam in die Zukunft bauen und uns ein Leben organisieren, das für uns alle sehr schön ist. Und das ist letztendlich das Ziel, sonst würden wir es ja alle gar nicht machen, hier, was wir hier tun. Wir arbeiten alle an diesem einen Ziel. Der eine auf die Art und Weise, der andere auf eine andere. Wir müssen auch nicht alle gleich arbeiten, sondern wir müssen halt auch nur immer das Ziel irgendwo vor Augen haben. Und ich denke, das machen wir jetzt. So, ihr könnt mitmachen. Schickt mir eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen rein unter radio@wakeness.net. Dann diskutieren wir das gerne in der zweiten Stunde unserer heutigen Sondersendung bei United We Strike Radio Marathon. Ja. Und wir gehen jetzt in eine kurze Pause, denn es ist hier heiß und warm. Wir werden mal ein bisschen Flüssigkeit nachgießen müssen hier. Ja, und während wir in dieser kleinen Pause sind, hören wir von Photon. Wir sind das Volk. Und dann, wenn du aufwachst, ja.
Und dann sehen wir uns gleich wieder in der zweiten Stunde der heutigen Sendung. Wird hochspannend, auch mit euren Kommentaren und noch weiteren Informationen, die hier noch vorliegen. Ja, und vergesst nicht, die Sticker zu bestellen und eure Fragen und so weiter reingeben unter radio@breaknews.net. Bis gleich. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Die breite Masse will Veränderung, denn viel zu lange war sie stumm gefangen, wie in einem Sumpf aus Hass, Angst, Leid. Es wird Zeit für den Wendepunkt, gemeinsam sind wir stark und stürzen alte Barrikaden um. Die Führer dieser Republik verkaufen uns für dumm. Warum? Tja, sie halten nichts von Gleichberechtigung. Darum machen sie für Bürgerrechte keinen Finger krumm. Nehmen uns die Freiheit, schreiben gleich noch die Gesetze um. Photon, die Stimme der Vernunft marschiert mit einem Bataillon von Friedensaktivisten Richtung Revolution. Remember, remember, the 9th of November, Berlin, Mauerfall, machen Kreuz im Kalender, müssen keine Angst mehr vor unseren Herrschern haben. Vielmehr sollten sich die Herrscher ihrem Volk unterwerfen. Euer Weltbewusster bersten, ihr habt es so gewollt. Wir demonstrieren Einigkeit, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Ob Rentner oder Aktivist, ob Punker oder Rapartist, ob Ober- unter Mittelschicht, egal, das interessiert mich nicht. Wir sind aus einem Holz geschnitzt, durchschauen eure Hinterlist. Die Massen sind entfesselt wie eine Bestie, wenn die Kette bricht. Alle vier Jahre heißt es, Bürger gehen zur Wahl. Doch der Wille dieses Volkes ist der Obrigkeit egal. Für euch sind wir nur eine Zahl, anderer Name gleicher Scheiß. Ob schwarz-rot oder grün, unser Kurs bleibt immer gleich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um ihre Pläne zu durchkreuzen. Doch wenn wir gemeinsam kämpfen, hat die Zeit nichts zu bedeuten. Wie könnt ihr uns noch enttäuschen? Wir erwarten nichts von euch. Die Bürger sind ein Flächenbrand und ihr ein Feuerzeug. Hab unendlich viele Fragen, doch eine Antwort habt ihr nie parat. Ihr bringt nur leere Phrasen, 24-7 Bundestag. Die wahren Terroristen tragen an zu keinem Bart, fahren Audi-Benz und BMW vom Steuergeld bezahlt. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Ob wir diese Währung wollen, da wurde niemals nachgefragt. Dass mein Konto immer leerer wird, hat auch keiner gesagt. Die Armut steigt rapide, Schuld trägt der deutsche Staat. Und der Euro war der letzte Nagel für Europa, sagt. Könnt ihr mir bitte sagen, warum die NSA mich überwacht? Und was Mr. Obama mit den Daten eurer Bürger macht? Mich wird doch interessieren, warum wir Waffen exportieren. Doch für Bildung und Kultur keine Mittel existieren. Warum verkauft ihr unseren Boden an private Investoren? 2 Billionen deutsche Schulden könnt ihr damit nie reinholen, fördert damit nur den Einfluss von den großen Monopolen. Nahrungsmittel werden teurer, Resultat Inflation. Und so investiere ich in diesen Track hier meine Kraft, um euch da oben klar zu machen, euer Volk ist jetzt erwacht. Mit eurer Armutspolitik habt ihr den Flächenbrand entfacht. Widerstand ist das Gebot der gesamten Bürgerschaft. Bürgerschaft, 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 Bürgerschaft. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Denn hier regiert der kleine Mann, denn wir sind das Volk. Ihr korrupten Handpuppen habt noch immer nichts gelernt. Seid von Einigkeit und Recht und Freiheit meilenweit entfernt. Wir haben euch gewarnt, ihr brecht niemals unseren Stolz. Wir fordern unsere Rechte ein, denn wir sind das Volk. Wir sind das Volk. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music.
In nur einem Augenblick erhält sich deine ganze Welt. Dein Leben lang auf der Jagd nach dem großen Geld. Träume sind verweckt, sie hatten einfach keine Chance. Denn das System, in dem wir leben, suggeriert nur noch die Angst. Bombenhagel, Massensterben, Attentate, Krieg und menschliches Versagen. Lange war es dir egal, jetzt stellst du Fragen nach dem Sinn. Wer sind die Profiteure, wer verliert und wer gewinnt? Und auf einmal wird dir klar, dass einfach alles eine Lüge war. Ob London 7-7, 9-11, Krisenwahlversprechen, Infos im TV. Auf der Suche nach Wahrhaftigkeit wird's hoch hinaus. Schau, wie der Phönix aus der Asche steigt. Keiner weiß, inwieweit das Schicksal dir die Wahrheit zeigt. Vertrau nur deinem Herzen, bleib auf dem Weg der Ehrlichkeit. Endlich hast du deinen Schmerz besiegt und fühlst dich wie neugeboren, gewappnet in den Moment, wenn du aufwachst, deine Augen aufmachst und du erkennst deine Realität, beginnst zu sehen, obwohl du blind und taub warst, weil du dachtest, dass das Leben mein Traum war. Nur dann, wenn du aufwachst, deine Augen aufmachst und du erkennst deine Realität, beginnst zu sehen, und das ist erst der Auftakt. Der erste Schritt aus dem Leben noch rein. Du bist Tag ein, Tag aus, immer konfrontiert, immer bombardiert, immer konsumieren, immer sorgen, immer folgen, immer funktionieren, immer in den Knochenjob, immer auf dein Konto fixiert, bis du einen Blick hinter den Vorhang wirfst und aufwachst. Du plötzlich siehst, was real ist, die Fassade, die wahr wird dadurch zu den Ziffern der Matrix. Die Überschriften des Tages bestehen aus Hass und Angst. Doch du glaubst ihnen nicht mehr, wenn sie sagen, dass du das nicht kannst, denn du bist frei. Du gibst kein Fick auf das, was Mode ist, weil monetäres Droge ist, was psychisch auf dem Boden von trostloseren Zonen drückt, bis die Depression die Frist doch ohne dich siehst du durch die Brille von Metropolis. Chip, kill is more for it. Fehlercode ist Architekt. Ich erweck den Neo, der im Innern von euch einsteckt. Such dir eine Pille aus. Willst du scripted reality oder in die Tiefen des Kaninchenbaus? Wenn du aufwachst, deine Augen aufmachst und du erkennst deine Realität, beginnst zu sehen, obwohl du blind und taub warst, weil du dachtest, dass das Leben mein Traum war. Nur dann, wenn du aufwachst, deine Augen aufmachst und du erkennst deine Realität, beginnst zu sehen, und das ist erst der Auftakt, der erste Schritt aus dem fehlenden Aufwand. Ich bin erwacht, doch fühl mich nicht als etwas Besseres. Wer versteht, um was es geht, ist meist der, der in der Klemme sitzt, ein schwarzes Schaf, von der Herde ausgegrenzt. Doch ich kämpfe auch für die Schläfer, weil sonst keiner für sie kämpft. Ist der Moment, wenn du aufwachst, deine Augen aufmachst und du erkennst deine Realität, beginnst zu sehen, obwohl du blind und taub warst, weil du dachtest, dass das Leben mein Traum war. Nur dann, wenn du aufwachst, deine Augen aufmachst und du erkennst deine Realität, beginnst zu sehen, und das ist erst der Auftakt, der erste Schritt aus dem fehlenden Aufwand. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, wir sind in der heutigen Sondersendung United Strike Radio Marathon. Wir sind in der zweiten Stunde der heutigen Sendung am 8. August 2015. Ja, und es ist brütend heiß hier. Ja, und wir sind in einem heißen Thema, weil das ist etwas, was uns brennend interessiert, was hier läuft, auch in Europa. Es ist in Europa alles angekommen, nämlich der Hexenkessel Europa ist die heutige Sendung. Seid wachsam. Ja, und was damit auf sich hat, habe ich schon in der ersten Stunde recht ausführlich dargestellt, und wir haben auch schon mit Diskussionsbeiträgen hier gestartet, und ihr könnt auch mitmachen und eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen reinsenden unter radio@wakenews.net. Dann können wir auch über dieses Thema sehr intensiv sprechen hier in der zweiten Stunde. Ja, und die United We Strike Radio Marathon Sendung machen wir immer jeden zweiten Sonnabend im Monat. Ja, und wir verbinden und verknüpfen uns da mit gleichen Leuten, die also gleiche Interessen und Ziele haben, überall auf der Welt. Und da gibt es auch Millionen von Menschen, die das interessiert, was, über was wir sprechen, weil da wir mit einem globalen Terrorsystem unterdrückt werden, der neuen Weltordnung, die sich bildet oder die sich immer mehr herausbildet, ist es also etwas, was nicht nur hier uns im europäischen Rahmen interessiert, sondern das ist eine weltweite Angelegenheit. Ja, und da die also alle wesentlichen Instrumentarien der Macht kontrollieren und beherrschen, ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen und auch für uns den richtigen Weg suchen, um damit umgehen zu können. Viele meinen, wir sind natürlich schon wieder längst zu spät.
Aber es ist ja nie zu spät. Man hat bis zur letzten Sekunde immer die Möglichkeit, auch selbst einzugreifen. Phlegmatisches Verhalten der Menschen, Kopf in den Sand stecken, vor Problemen sich wegducken, das sind die Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Ja, die Herausforderung sozusagen. Wir müssen immer wieder versuchen, uns mit diesen Menschen zusammen zu finden, um eben Pläne zu realisieren und auch zu formulieren, wie wir damit umgehen. Und nochmal, meine Ansicht oder die Ansicht vieler Menschen ist es, dass es nicht mit Gewalt geht. Gewalt ist immer ein Mittel der äußersten Wahl, weil wenn Gewalt angewandt wird, dann muss man mit Gegengewalt rechnen, das ist halt so. Und das ist auch schon immer Bestandteil hier unserer Sendung gewesen, dass wir so nicht zu Gewalt aufrufen und auch nicht aufrufen wollen. Nicht nur, weil wir dann sofort auch ins Visier der Mächtigen geraten würden, die ja nur darauf warten, dass sie uns das anhängen können, um uns hier auszuknipsen, sondern wir sehen das auch wirklich real nicht als die richtige Möglichkeit an, weil wir sind ja, wir müssen cleverer sein als die andere Seite. Wir müssen noch besser sein als die. Wir müssen eigentlich das nutzen, was die nicht haben, nämlich die Möglichkeit, anders und alternativ zu agieren. Ja, und was es damit also auf sich hat, habe ich immer schon gesagt. Es geht hier darum, zu klären, um was wir hier da vielleicht feststellen können oder müssen. Ich muss mal gerade eben sehen hier, ich habe gerade eine Störungsmeldung hier enthalten. Ob man mich überhaupt noch hört, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, also weiß ich jetzt nicht, es wird hier ein Fehler angezeigt. Aber ich hoffe, dass man mich jetzt noch hört. Ich muss mal gerade eben anmachen. Sekunde. Ja, ob ich mich hier noch hören kann. Ja, also okay, das scheint zu funktionieren. Sehen wir mal, was da noch so kommt. Ja, insofern denke ich mal, ist es wichtig, dass wir uns überlegen, was wir tun können. Und eins, was wir tun können, ist natürlich beständig aufzuwecken, zu informieren, Leute anzustoßen, weil ja auch die, die nicht aufgewacht sind, beständig weiter drangsaliert werden. Denen es einfach nur noch nicht klar ist oder klar geworden ist, dass man sich dagegen wehren kann und dass man es gemeinsam tun sollte. Denn wenn man es nicht gemeinsam tut, dann wird man eben alleine verlieren. Und das ist also ein großer Zusammenschluss, der da geschehen kann und geschehen wird. Insofern würde ich sagen, müssten wir hier dringend weiter unsere Aufklärungsarbeit tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, direkt vor Ort, wie ich es vorhin schon am Ende der Stunde, der ersten Stunde gesagt habe, vor Ort an die Leute rangehen, die einen direkten Einfluss auf das haben, was geschieht. Also auch wenn man die Ämter und Behörden vielleicht alle inzwischen nicht mehr anerkennt als solches und sich mit denen auseinandersetzt, schon diesbezüglich, das sind ja auch erst noch wenige, die das vollständig erkannt haben, dass die sowieso illegal am Werken sind. Aber unabhängig davon, man muss auch hier das System aufrütteln, aufwecken und auch den Leuten unten geht die Muffe, ja, sozusagen, die haben auch alle Angst, weil sie merken, was da irgendwie etwas passiert, was auch sie selbst irgendwann erfasst. Ja, und wenn sie das erfasst, dann sind sie auch dran. Die versuchen es auch auszusitzen oder irgendwie von sich abzuhalten, indem man sagt, ja, aber ich bin nicht verantwortlich, das sind die anderen. Und ne, und der da oben hat gesagt, und nee, wir müssen, weil, das ist es aber nicht. Jeder ist persönlich haftbar zu machen, der sich da beteiligt, und das muss denen klar sein. Und der Wille der Menschen vor Ort muss gehört werden. Das heißt, nehmen wir als Beispiel, es gibt eine kleine Gemeinde, wo also eine größere Menge von Asylanten oder Flüchtlingen angesiedelt werden soll, dann muss man aufstehen und muss friedlich dagegen argumentieren, und zwar mit den richtigen Argumenten.
nicht zu sagen, ja, die stören mich, weil die kommen, die sind islamischen Glaubens oder sowas. Darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht darum, ob es Leute sind, die Islam angehörig sind, ob es Leute sind aus Syrien oder aus Afrika oder sonst wo. Das ist gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wir unterstützen keine Maßnahme, die also von der US-Regime, vom US-Regime als geostrategische militärische Operation durchgeführt wird. Ja, wir oder von Banken finanziert wird. Man muss die Fakten auf den Tisch legen. Wir haben ja doch viele Fakten und das muss geklärt werden. Und die anderen Leute, Organisationen, die sich da sagen, ja, aber wir müssen den armen Menschen helfen und so weiter. Ja, gerne, aber dann vor Ort, bei denen. Hier nicht. Hier haben wir dafür keine Möglichkeiten. Dann machen wir lieber Folgendes. Wir stellen sämtliche Kriegsaktivitäten ein, bombardieren nicht fremde Länder, dann brauchen die auch nicht von dort fliehen. Und das Geld, was die da ausgeben, wird bitte in infrastrukturelle Maßnahmen gesteckt, die da vor Ort den Leuten helfen sollen. Brunnen bohren und Kindergärten bauen und was weiß ich alles. Kann man alles dort bitte vorlesen. Und darum geht es. Es geht nicht nur darum, sich an irgendwelchen einzelnen Volksgruppen aufzuhängen, die hierher kommen, aus welchem Grund auch immer. Das kann man gerne erwähnen. Aber man muss vor allen Dingen sagen, die müssen doch dort vor Ort in ihrem eigenen Lande, denen müssen wir dort helfen. Und dafür kann man sich einsetzen. Da kann man mithelfen. Ja, aber die nicht hier ansiedeln, das ist der falsche Weg. Und das muss aufgezeigt werden. Und das muss man so friedlich wie möglich machen. Aber bestimmt, man muss das mit vielen Menschen fordern. Ja, und die richtigen Argumente verwenden und die richtigen Fragen stellen. Ja, das ist ganz wichtig. Sonst kommen wir wieder in diesen Punkt, dass die anderen sagen, ja, ihr wollt doch nur dies und ihr seid das. Und wenn die Fakten auf dem Tisch sind, dann muss man diese Fakten an den Bürgermeister schicken und sagen, das sind die Informationen, die uns vorliegen. Warum unterstützen Sie das, ja oder nein? Und wenn Sie das unterstützen, dann möchten wir wissen, warum Sie das unterstützen. Und wenn Sie es nicht unterstützen, dann stellen Sie sich bitte für uns mit auf unsere Seite und sorgen Sie dafür, dass die Menschen vor Ort in ihrem Land ein verhältnismäßig gutes Leben führen können. So müssen wir argumentieren. Wir können nicht sagen, wir wollen uns jetzt hier gegen irgendeine Volksgruppe, weil die dunkelhäutig sind oder so. Das bringt nichts. Es geht darum, anders zu argumentieren. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gut genug da ausgedrückt habe, dass das verständlich wird. Es ist einfach die Art und Weise, wie wir argumentieren. Darum geht's. Wenn wir uns gegen Kopftuch und Islam wehren, das ist vollständiger Unsinn aus meiner Sicht. Weil es können ja auch Leute sein mit anderen Religionen oder aus anderen Regionen. Die müssen nicht mal Muslime sein, die hierher kommen. Es geht darum, dass man das Problem und die Not vor Ort löst. Das muss gefordert werden und sich dafür engagieren. Und dazu müssen wir auch diese ganzen Organisationen auffordern, die hier die Flüchtlinge unterbringen wollen, zu sagen, ja, lasst uns doch mal jetzt die Energie verwenden und dafür sorgen, dass es in Syrien wieder lebenswert ist. Lasst uns die ISIS abschaffen. Die ISIS wird finanziert von Saudi-Arabien, Israel, USA und wen es da alle sonst noch gibt, von der NATO und so weiter. Lasst uns lieber das herrschende System, den Assad oder wen auch immer unterstützen, dass er eben dort irgendwo seine Leute besser unterbringt oder sonst irgendwas. Das muss formuliert werden, das ist klar. Aber ich denke, da gibt es genügend Köpfe und Leute, die das also super formulieren können und Flyer dafür herstellen können und eine Bewegung aufbauen können, oder? Das ist, denke ich mal, gar nicht so schwierig. Ja, also das ist der erste Weg. Der zweite Weg ist natürlich, dass wir auch ganz konkret das System ausdünnen. Ja, wir dürfen dann eben solche Leute, die das finanzieren, wie Banken, Versicherungen und so weiter, einfach nicht mehr unterstützen. Wir müssen unsere Gelder da abziehen, müssen unsere eigene Wirtschaft aufbauen. Und auch das hat wieder einen politischen Effekt, nehme ich mal an, weil wenn wir uns als Gemeinschaften innerhalb des Systems bilden, ja, was wollen die dagegen machen? Was wollen Sie dagegen machen? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, auch aus rechtlicher Sicht oder aus Rechteinschätzung, die ja auch immer mehr und mehr den Menschen deutlich wird, dass diese Systeme im Prinzip alle illegal am Werken sind. Ja,
auch da werden sich viel mehr Menschen dafür interessieren, sobald denen also gewisse Zusammenhänge klar werden. Und diese Zusammenhänge, dieses Begreifen, das Bewusstwerden ist das entscheidende Mittel dazu. Nicht auf sie gegenseitig aufeinander draufschlagen, das bringt's nicht. Also schlagen ist kein, wenn man anfängt zu schlagen, hat man keine Argumente mehr. Ja, und deswegen stelle ich mich irgendwie gegen Gewalt in dieser Beziehung. Wir reden jetzt nicht von der Notsituation, wo nichts anderes mehr möglich ist, als eben sich zu wehren. Das ist das Ultima Ratio, das ist also die letzte Möglichkeit, die wir dann noch haben, wenn alle anderen Sachen schief gehen. Aber solange wir das können, sollten wir versuchen, eben so zu argumentieren. Das ist meine Sicht. Ja. Und eben diejenigen, die verantwortlich sind, die müssen wir aufdecken, wie das ja auch heute hier schon durch die Sendung auch nochmal zusammengefasst klar gemacht wird, wie das alles zusammenhängt. Und dann müssen die Leute, die eben in diesem System für diese Verursacher tätig sind, die müssen eigentlich entmachtet werden. Entmachtet insofern, dass man ihnen die Fragen stellt und dass man sie dann auffordert, von der Bildfläche zu verschwinden. Das muss den Leuten, der Masse der Leute klar werden, dass wenn sie eine Merkel wählen oder wie immer die Leute alle heißen oder einen Obama oder wie sie alle heißen, dass dann eben im Prinzip nichts geändert wird. Ja, es nutzt auch nichts, falsche Flagge Gegenkandidaten zu wählen, wie das jetzt zum Beispiel in den USA deutlich wird, wo dieser Trump, Donald Trump da aufgebaut wird, so quasi als ein Außenseiter, der hier aber die Wahrheit spricht und so, und dass endlich mal einer was anpackt und so. Das ist dasselbe Ding. Der redet nur so, solange er nicht an der Macht ist, wenn er überhaupt an die Macht kommt. Der soll die Leute im Prinzip ruhig stellen. Und das dürfen wir uns auch nicht gefallen lassen. Auch die falschen Parteien, die aufgebaut werden, ich sag's mal so, die also auch nichts anderes sind als letztendlich Blitzableiter, damit die Leute unzufrieden sind, sich dort sammeln und dann befriedigt werden und dann sich wieder hinlegen und sagen, ja, es wird schon irgendwas geschehen. Und dann sowieso keine Chance haben, in einem bereits lang diskutierten Parteiensystem, das ja durch und durch korrupt ist, das wissen wir, egal in welches Land du schaust, das dirigiert wird von den Leuten, die das finanzieren, denen die Leute Geld in die Tasche stecken oder Pöstchen verteilen oder Aufträge oder sonst was, und dann auch nachher, sagen wir mal, um an die Macht zu kommen, ja koalieren müssen, also zusammengehen müssen mit anderen Parteien, wo dann alles, was vorher gesagt wurde, vergessen ist. Das ist doch dieses korrupte System, was man eben nicht mehr unterstützen darf. Man muss es auch fordern. Nein, Parteien wollen wir nicht. Ja, das ist, wo steht das? Das ist, dass man in einer Demokratie nur mittels Parteien arbeiten kann. Es gibt ja die direkte Volksdemokratie jetzt zumindest in der Schweiz, dem Namen nach. Aber es muss eben auch mal gelebt werden. Aber hier sitzen ja auch nur die Parteien an dem Hebel der Macht und werden auch noch unterstützt. Dabei arbeiten diese Parteien ja alle ausschließlich für diejenigen, die die Kohle verteilen. Schau doch mal nach, wie viel die von den jeweiligen Banken erhalten, ja, damit die Banken und die Bankenstrukturen an der Macht bleiben können und so weiter. Das ist etwas, was man lesen kann. Steht ja überall. Das kann man überall finden. Das ist also keine Information, die ich mir habe einfallen lassen oder die irgendwie unbekannt sei, sondern irgendwie wissen das ja alle, ne? Dass sie unterstützt werden, Spenden und dies und da. Aber eben die nicht uneigennützig dort am Gange sind, sondern die also gezielt, wie soll ich sagen, politisch an der Macht arbeiten. Ja, gibt ja einen Unterschied zwischen Spenden und Spenden. Ne? Aber gut, das sind so, denke ich mal, die wesentlichen Dinge, die man machen kann und machen muss. Und uns selbst eben unabhängiger vom System zu machen, ist ein auch für die Zukunft wesentlicher, wichtiger Teil. Und das geht nur, wenn wir es selbst vorleben. Wir müssen auch Beispiele geben. Wir müssen versuchen, die Dinge zu zeigen, wie sie gehen. Dazu gehören eigentlich alle Bereiche des Lebens. Dazu gehört nicht nur das Informieren oder Informationen weitergeben, sondern auch das sich ernähren, das
ja, anbauen und vertreiben von Produkten und Nahrungsmitteln und was auch immer, dann auch die, ja, das ein neues System der Art und Weise, miteinander umzugehen, dass man also nicht mehr das Schuldgeld nutzt, sondern eben andere Varianten der, des Ausgleichs verwendet, ob das jetzt alternative oder komplementäre Währungen sind, in Anführungszeichen, oder ob es einfach nur Leistung gegen Leistung ist und, ja, und man das Geld eigentlich gar nicht mehr verwendet, sei dahingestellt. Aber das, nur so geht es. Oder Autarkie, ein Autarkieprojekt zu starten oder zu unterstützen oder selbst aufzubauen, ja, wo man eben einfach unabhängig wird vom System. Dazu gehört auch die Energiegewinnung. Das heißt nicht, dass alles ohne den Einsatz von Schuldgeld funktionieren wird, weil gewisse Dinge einfach nur mit diesem Schuldgeld derzeit vielleicht zu bewerkstelligen sind. Aber je mehr wir uns da unabhängig machen, umso unabhängiger machen wir uns auch vom Schuldgeldsystem. Und eben die Fixkosten so gering wie möglich gestalten. Muss man jede Versicherung haben, die man hat? Muss man alles das unterhalten, was man hat? Muss man so viel aufwenden unter Einsatz von Schuldgeld, wie man es derzeit tut? Und dadurch entstehen natürlich auch vollständig neue Gedanken und auch Notwendigkeiten. Wenn du dich also in deinem Leben anders orientierst, indem du sagst, ja, warum gehe ich schaffen für so und so viel Schuldgeld-Euronen im Monat, letztendlich diene ich doch nur dem System. Also wenn einem das klar wird, und man sagt, ja, ich kann eigentlich auch ohne dieses viele Schuldgeld ganz gut leben. Ich muss halt nur meine Ziele irgendwie mal überdenken, meine Lebensziele. Dann ist das sicher möglich. Ja, ich habe auch über mein eigenes Leben reflektiert. Hätte man vielleicht dort das anders machen können? Natürlich hätte ich das alles anders machen können, wenn mir das bewusst gewesen wäre. Ja, und deswegen ist das Bewusstsein ja immer der Schlüssel. Der Schlüssel zu allem Handeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Menschen irgendwie berühren können, damit, dass sie sich über ihre Situation, ihr eigenes Leben und die Natur, die Welt oder die Erde oder das Geistige auch Gedanken machen. Wie wichtig ist es, im Hamsterrad zu drehen, gegenüber dem, was man eigentlich sonst machen könnte. Jeder hat irgendwo ein Feld des Interesses. Man nennt das Hobby oder Freizeit. Ich meine, allein schon das, das muss man sich mal überlegen. Freizeit, das ist wie Freigang im Gefängnis, wo man dann einmal raus darf, ne, aus seiner Zelle. Ja. Da ist es einem gestattet, einmal rauszugehen an die frische Luft, die sozusagen, also da auch mit Chemtrails zugeblasen wird. Und so muss man sich das mit der Freizeit vorstellen. Warum hat man Freizeit? Das ist doch absurd, oder? Also, ich weiß es auch nicht. Deswegen muss man also anfangen, wieder über sein ganzes Leben nachzudenken. Und diesen Anstoß müssen wir jedem irgendwie einpflanzen, sich zu überlegen, lohnt es sich noch? Und die Chancen sind jetzt, heute, besser als je zuvor, weil die Menschen draußen vor Ort mit dem Überleben kämpfen. Sie arbeiten in einem Job, in einem Trott und können überhaupt gar nicht davon leben. Sie können sich gar nichts mehr leisten. Sie können gerade ihre Wohnung abbezahlen, ihr vielleicht gerade noch das Auto, ja, und dann war es das schon. Sie können sich kaum noch den Urlaub leisten, den sparen sich auch schon ab. Wird ja auch alles immer schlimmer, ne? Da fährt man dann gar nicht mehr hin oder so. Also, ja, man muss da irgendwie ansetzen. Jetzt ist die Chance. Viele Leute überlegen sich dann. Es gibt die Krankfeier, das Krankfeiern. Viele Leute werden deswegen krank oder lassen sich eben krank schreiben, weil sie es einfach nicht mehr ertragen. Sie ertragen es einfach gar nicht mehr. Ja, sie sind einfach, die werden verrückt, wenn sie in diesem Hamsterrad sitzen. Und das kann man also sehr viel feststellen. Und natürlich sich jetzt einfach nur in das Sozialnetz fallen zu lassen, was das System einem noch anbietet, ist natürlich tückisch. Man muss trotzdem erstmal versuchen, sich frei zu schwimmen und einen Weg finden, auch mit ganz wenig Kosten überleben zu können. Auch dann tut man schon einen Beitrag in diese Schaffung einer neuen Welt, weil
je weniger die an Schuldgeld produzieren können, desto schneller trudeln die in den Abgrund vom System her. Du siehst ja schon, wie die in Panik sind, diese Kommunen, Gemeinden, was weiß ich, die kriegen ja ihre ganzen Gebühren, Bußgelder, die sie fest einkalkuliert haben, Parkgebühren, was auch immer, alles gar nicht mehr rein, weil die Leute dem Paroli geben, sich weigern, gewisse Dinge zu zahlen. Oder vielleicht gar nicht mehr zahlen können und so weiter. Na gut. Und ich habe es auch hier so teilweise verfolgt, im Chatraum natürlich Energie. Es gibt hier die Möglichkeit, es gibt diese ganzen Möglichkeiten ja schon mit freier Energie, in Anführungszeichen frei, insofern, dass sie nichts kostet. Auch das gibt es. Da wird an vielen Stellen parallel schon längst dran gearbeitet. Allerdings muss man auch diese freie Energie erstmal anschaffen. Auch das ist natürlich eine gewisse Problematik, weil auch das im Moment ja noch alles über Schuldgeld oder ähnlich geht. Man muss also erstmal wieder investieren, um dann möglicherweise Energiefreihaus zu haben. Aber das steht auch kurz vorm Durchbruch. Da bin ich überzeugt davon, dass es bald möglich ist. Ja, also dass man sich also abkapseln kann vom System. Das wird das System natürlich noch weiter ins Trudeln bringen. Ist ja klar, weil die davon leben, dass sie uns abhängig machen, dass sie uns in eine große Sklaverei hineingeführt haben und so weiter. Ja, so ist das und da würde ich sagen, da können wir alle anfassen und alle anpacken und je mehr Menschen das machen und je mehr es werden, die das tun, umso besser ist es. Und das ist möglich, wir können das auch irgendwie alles hinkriegen. Ja, und wir sind also auch hier immer bereit, über solche Projekte zu sprechen, zum Beispiel Autarkie-Projekte, kann man uns reinsenden. Man kann also verschiedene Dinge uns vorschlagen, über was wir berichten müssen. Nur müsste es bitte eben etwas sein, woran die Menschen selbst oder worin sie selbst drinstecken, also auch aus erster Quelle berichtet werden kann, beziehungsweise man muss an uns herantreten mit der Frage eines Berichtes darüber, weil wir die Ressourcen nicht haben, dem jetzt alles nachzugehen, was es alles gibt. Es gibt ja schon eine Menge, aber da müsste man also sich an uns wenden und dann machen wir gerne darüber auch Berichte. Ja. So, jetzt gibt's hier was. Hallo Detlef, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, den Zuhörern mitzuteilen, dass ich aus der früheren Gruppe Sauberer Himmel eine neue Bürgerinitiative gebildet hat, die bereits 13 Städte und Regionen in Deutschland abdeckt. Sie expandiert bereits stark und andere Städte werden sich hier anschließen. Mit dem Namen blauerhimmel.info. Jeder Bürger kann sich über diese Seite die für ihn zuständige Region aussuchen und aktiv mitmachen. Die Gruppen treffen sich alle 1 bis 2 Monate ungezwungen und diskutieren die aktuell anstehenden Themen. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Wer den Terror aus der Luft nicht mehr aushält, findet hier Gleichgesinnte, mit denen er sich austauschen kann. Der Videobereich bietet für Einsteiger in das Thema einiges an Anschauungsmaterial. Auch sind wesentliche Dokumente über das Thema Wettermanipulation auf der Seite verlinkt. Helft alle mit im Kampf gegen Geoengineering. Euer Karl. Ja, danke. Ich werde das dann später gerne auch nochmal unten damit in die Linkliste reinbringen. Keine Frage. Dann haben wir Hamsterrad. Was war das? Ah, das ist ein Video. Das kann ich mir jetzt nicht mehr so ohne weiteres anschauen. Aber das kriegen wir schon hin. Hier, was haben wir? Ich bin Fluchthelfer.in, made by US Think Tank, Info direkt. Bekam ich eine Zuschrift. US-Organisationen werben für Schlepperei nach Europa. Werde Fluchthelfer, fordert die Organisation, um die seit Tagen medial die Wellen hochgehen. Erstens, die Webseite lautet www.fluchthelfer.in. Bereits auf den ersten Blick fällt die Professionalität der Kampagne auf. Von der Webseitengestaltung bis zum Werbespot ist alles professionell gestaltet und scheint nicht kostengünstig. Und da ist so ein Screenshot aufgeführt. Da die Initiative Fluchthelfer aktiv zur Schlepperei auffordert und dies in Deutschland und Österreich ein Straftatbestand ist, wurden zahlreiche Anzeigen
wegen Anstiftung zu einer Straftat gestellt. Besonders interessant erscheint aber, dass diese Schlepperkampagne von den USA aus entwickelt wurde. Ein Blick auf den Eigentümer der Seite verrät, dass die Domain der Organisation The Ayn Rand Institute in den USA gehört. Der Registrator scheint mit einer E-Mail-Adresse auf, die zum in Seattle angesiedelten Projekt Rise Up gehört. Menschlichkeit oder Kriegspolitik steht da. Das Ayn Rand Institute ist ein US-amerikanischer Think Tank. Diese US-Denkfabrik, welche derzeit aufruft, Menschen nach Europa zu schleppen, setzt in der professionellen Kampagne vor allem auf Menschlichkeit und appelliert an das Mitgefühl der Europäer. Der Großteil der Menschen, die nach Europa gebracht werden, sind Muslime und oder Araber. Erstaunlich ist dieser Umstand deshalb, da das Ayn Rand Institute bisher keineswegs für eine besondere Liebe zu Arabern aufgefallen ist. Die Gründerin und Namensgeberin Ayn Rand, geborene Alissa Sinovievna Rosenbaum, war jüdische Zionistin und glühende Israel-Verteidigerin. Israel, so schwärmte sie, wäre ein fortschrittliches, technologisiertes, zivilisiertes Land, im Gegensatz zu den von ihr verachteten Palästinensern und Arabern. Bei diesen handelte es sich lediglich, so Zitat, um eine Gruppe von fast völlig primitiven Wilden, die sich seit Jahren nicht verändert haben, die Rassisten sind und Israel hassen. Ja, und so weiter. Ich will das nicht alles vorlesen, da verlinke ich dann nachher dazu. Zeigt auf, dass es eben also eine ganze Menge Leutchen gibt, die also da versuchen, das anzustacheln und eben auf diese Masche reiten. Und das müssen wir durchschauen. Das müssen wir auch den Leuten klar machen hier vor Ort, wie ich es vorhin sagte, dass das hier vorgeschobene Argumente sind, um abzulenken von den tatsächlichen Zielen dieser Umsiedlungsstrategie, dieser Flüchtlings- und Asylanteninvasion. Und hier kommt noch was Neues, was anderes. Einladung zur Gerichtsverhandlung am 13.28.15 Amtsgericht Ravensburg. Da ist eine Pressemitteilung, die ich dann später auch mit veröffentlichen werde, die ich mir gerade mal hier öffne, nämlich von der Bürgerinitiative Prozessbeobachter, zuständig Herr Josef Nägele. Wie gesagt, das gebe ich später in die Anlage. Nur ganz kurz, Gerichtsverfahren wegen des Aussprechens der Wahrheit. Mahntafel zur Erinnerung und Mahnung, Wahrheitstabelle, Bilddokumente. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie ein zum Scheinstrafverfahren gegen eine Person der Bürgerinitiative Prozessbeobachter. Am Donnerstag, den 13.08.2015 um 8 Uhr in der Früh, Amtsgericht Ravensburg, Herrenstraße 42, Saal 106, erstes Obergeschoss. Ja, zum Beweis für die Gefährlichkeit des Aussprechens der Wahrheit und der Sichtbarmachung des Unrechts findet ein Scheinstrafverfahren gegen eine Person der Bürgerinitiative Prozessbeobachter statt. Aufgrund der vom Gericht aus allen Landesteilen bis nach Stuttgart geladenen angeblichen Zeugen mit zweifelhafter Herkunft und Vergangenheit lassen eine interessante und informative Veranstaltung zum angeblichen Rechtsstaatlichkeit erwarten. Aufgrund von haltlosen Beschuldigungen soll der betroffene Bürger zum Schweigen gebracht werden, um die Straftaten der Behörden zu vertuschen. Hiermit ergeht Einladung an alle gewaltfreien Bürger zum Besuch dieses Scheinstrafprozesses. Danach treffen wir uns zu einer Diskussion. Ja, gebe ich euch dann später rein. Da ist noch mehr an Informationen über diese Prozessbeobachter drin. Wunderbar. Auch so etwas lesen wir gerne vor, weil wir auch diese Dinge unterstützen. Dann noch eine andere Information. Die Antifa, das Rollkommando der Politklicke. Das kam, muss man eben schauen, brdschwindel.org, die Quelle dazu. Gewalt- und Zerstörungsaktionen gehören in Deutschland wieder zum Alltag. Die sogenannte Antifa agiert hierbei nach dem Muster der SA-Sturmtrupps. Das Auftragskommando Bernd Lucke schreibt, mit der Aktion wollen wir auf die sich drastisch zuspitzende rassistische Stimmung in Deutschland aufmerksam machen. Die Alternative für Deutschland war schon unter der Führung Bernd Lucke's ein rassistischer, sozial-chauvinistischer, rechtskonservativer, abendlandrettender Haufen Dreck.
ich zitiere da. Wir haben uns in dieser Nacht bewusst dazu entschieden, die Räume von Frauke Petris Unternehmen anzugreifen, um sie ganz direkt zur Verantwortung zu ziehen und um ihren wirtschaftlichen Rückzugsraum zu sabotieren. Diese Aktion allein wird die jetzigen Zustände nicht zu Fall bringen, aber wir hoffen auf die Solidarität und die Entschlossenheit weiterer Genossen, Genossinnen. Wir sind froh darum, euch an unserer Seite zu wissen, ob bei Tag oder Nacht. Ja, ich gebe das jetzt dann als Link zum Nachlesen, zum weiteren Vertiefen gerne da mit rein. Dann Fukushima. Atomkontrolleure erhöhen Grenzwert für maximalen Strahlendosis auf 250 Millisieverts. Das kam bei netzfrauen.org. So kann man natürlich auch die Dinge reinwaschen oder verschleiern, indem man einfach die Grenzwerte erhöht, ne? Dann braucht man nicht mehr sich da zu rechtfertigen. Dann hier kommt was, das kam bei rosenheim24.de. Junger Bulgare verurteilt Sex mit Kind. Das ist bei uns normal. Puh. Oh Mann. Ja gut, also all diese Dinge findet ihr später in der Linkliste. Dann Polit-Sommertheater. Hat das Verteidigungsministerium ein Copyright auf Sterbeanzeichen? Anzeigen. Das kam bei sciencefiles.org. Polit-Sommertheater 2. Ja, zwei Akte. Erster Akt, den Bürgern vorgaukeln. Ein Kriegsgebiet sei so friedlich wie der Hinterhof bei Onkel Ernst. Zweiter Akt, gegenteilige Informationen mit einem Copyright schützen. Die Kreisel aus dem Ministerium, die sich ausschließlich um sich selbst drehen, können sich nicht vorstellen, dass Soldaten der Bundeswehr, die aus Afghanistan zurückkehren, sprechen mit ihren Familien, Freunden, Bekannten, mit Gott und der Welt und über Afghanistan, über ihre Erfahrungen. Und als Krönung des Ganzen dient die Behauptung, Dokumente, die von Personen erstellt wurden, die von Steuerzahlern finanziert wurden, damit sie andere Personen, die ebenfalls von Steuerzahlern finanziert werden, vorgelesen werden können, seien der Kenntnisnahme durch eben diese Steuerzahler entzogen, weil sie durch ein Copyright geschützt sind, das wiederum diejenigen haben, die von Steuerzahlern finanziert werden und diejenigen, die auch von Steuerzahlern finanziert werden, mit der Erstellung der Dokumente beauftragt haben. Als nächstes wird sich das Verteidigungsministerium vermutlich weigern, die Namen derjenigen zu nennen, die auf der Urlaubsreise in Afghanistan unter nicht geklärten Umständen zu Tode kamen wegen dem Copyright. Ja, was damit auf sich hat, alles könnt ihr dann nachher nachlesen. Bis zum Jahresende müssen 3000 Flüchtlinge untergebracht werden, notfalls auch Beschlagnahmung. Das kam bei kreisbote.de. Hier kommt es wieder, so ein Punkt, da müssen wir hin, an diese Gemeinden. Allerdings werde es ihnen nicht mehr möglich sein, denn den mit den Gemeinden vereinbarten Verteilerschlüssel einzuhalten. Er sehe sich gezwungen, alle zur Verfügung stehenden Objekte, insbesondere die mit großer Kapazität, in Anspruch zu nehmen. Dabei könnte er sich notfalls auch zur Beschlagnahmung gezwungen sehen. Die bisherige Strategie einer Unterbringung in kleineren Einheiten wie Wohnungen oder Containern sei aufgrund des starken Zustroms nicht mehr möglich. So sollen die 16 Turnhallen des Landkreises als Unterkünfte dienen. Sollten diese nicht ausreichen, dann müssten auch die Hallen der 23 Landkreisgemeinden herhalten. Also es ist hier, brennt hier lichterloh. Da muss an der Gemeinde unten Sturm laufen. Und zwar mit den richtigen Argumenten auf die richtige Art und Weise. Nicht sich in irgendeine Ecke locken, aus der man dann wieder schwer rauskommt. Das muss man gleich von vornherein aushebeln. Und da muss man sich klug und überlegen, einiges einfallen lassen. Also wer das machen möchte, wir stellen es hier gerne vor und verteilen es auch dann weiter an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel hier Angela Merkel kommt zum Bürgerdialog nach Duisburg-Marxloh. Das kam bei der Westen.de. Also gleich alle dahin und die Meinung sagen. Ja, auch mit großen Plakaten kann man das tun. Und dann alles aufzeichnen, filmen. Dann diese Filme in Umlauf bringen, als Video, wie auch immer. Damit man also, dass die Leute das mal ein bisschen mitkriegen, oder? Ja, dann US-Skandal, wie abgetriebene Babys geerntet werden, da hatten wir schon drüber gesprochen. Dann MH370 Boeing mit Schwimmflügel, das ist diese Vertuschungsaktion, wo diese MH370 Maschine tatsächlich abgeblieben ist. Da ist zufälligerweise so ein kleiner Flügelabschnitt gefunden worden, angeschwemmt worden, ne? nach mehreren Monaten oder fast ein Jahr oder wie auch immer. So, dann noch was hier. Österreichische Forscher fanden heraus, dass das
dass die Unkrautvernichtermischung Roundup, das ist von Monsanto, die Aktivität von Regenwürmern deutlich verringert, auch die Fruchtbarkeit der nützlichen Tierchen leidet. Ja, das ist auf Zerstörung der Lebensgrundlagen von uns Menschen alles abgerichtet. Hier dann noch was, Banken wollen Facebook-Freunde als Entscheidungsgrundlage für Kredite nutzen. Also, und so weiter. Wisst ihr, was das auch wieder heißt? Dann Ägypten, die Eröffnung des neuen Suezkanal hat dort zu Aufregung geführt. Auch das könnt ihr nachlesen. Auch alles wieder Sachen, die wieder Streit und Zankäpfel werden, weil die auch wieder alle besetzt werden können. Streiten sich dann die Mächtigen über die Zugriffsrechte. Hier, Bilderbergerin wird Chefin der RAI. Ja, Maggioni ist auch Mitglied der trilateralen Kommission von David Rockefeller. Sieh mal einmal an. Das ist ja interessant, gell? Das kam bei Alles Schall und Rauch. Die wurde also zur Präsidentin des staatlichen italienischen TV- und Radiosenders RAI ernannt. Ja, siehst du mal. Okay, so geht das. es ist nicht zu fassen, ey. Was da alles abgeht, ne? Okay, so. Ja, was haben wir noch? Schauen wir nochmal eben rein. Ihr habt noch ein paar Minuten Möglichkeit, eure Infos, Kommentare reinzusenden. radio@wakenews.net. Bekam hier noch eine Anfrage hier, wann ich mal berichte über die Kabinengeschichte mit der Solarjacht. Das mache ich, sobald ich ein bisschen freie Zeit dafür finde. Gebe ich dann gerne einen kleinen Überblick, aber nur denjenigen, die also mitmachen, ist ja klar, Widerstand der Dinge ist, ja, und gerne nochmal die Erinnerung, ihr könnt da gerne mitmachen, weil ich bin davon überzeugt, dass wir unseren Weg und unser Leben selbst mitbestimmen können. Nur wir müssen es machen. Wenn wir das nicht tun und nur davon reden allenfalls, aber es nicht umsetzen, ja, dann wird doch nichts. Also müssen wir auch Autarkie-Projekte unterstützen. Und dies ist eins, wo jeder mitmachen kann, zumindest also die sich dafür interessieren. So, was habe ich noch? Da schauen wir mal. Da habe ich, das ist alles privat. Okay. Der Begriff Nazis als Waffe. Da kam noch eine Information. Hallo, liebe Freunde, dieses Video sende ich diesmal nur an Leute, die sich da wirklich damit beschäftigen. Insbesondere geht es dabei darum, zu deeskalieren, weil die Propa-Agendas immer etwas gegen etwas zu sein scheinen, dem Teile- und Herrschersystem unterliegt und deren weltweite Säule die Macht ist. Bitte dein eigenes Bild machen. Ja. Okay, ja gut, das ist richtig. Ich habe dieses Video nicht gesehen, aber es ist ja so, dass dieser Begriff Nazis oder ja eigentlich Nazis verwendet wird, um gegen die Leute vorzugehen, die etwas, die erkannt haben, was hier eigentlich alles abläuft. Dabei, wenn man es wirklich genauestens betrachtet, es so ist, dass diejenigen, die an der Macht sind, eigentlich das sogenannte NS-Regime weiterführen. Im Bund ist das ganz offensichtlich, weil eben die Gesetze aus der Zeit alle noch aktiv sind, oder die meisten. Und das wesentliche Konstrukt der sogenannten Gesetze dort eben diese NS oder Gesetze aus der NS-Zeit sind. Und wenn du dir die Methoden anschaust, wie die hier vorgehen, das ist genauso, wie es uns aus der NS-Zeit bekannt ist. Heißt ja nicht, dass wir alles aus der sogenannten NS-Zeit kennen. Keiner von uns hat da zu der Zeit bewusst gelebt, zumindest. Okay, Wiedergeburten soll es ja geben. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich war zu der Zeit eben nicht dort und habe das nicht erlebt, wie das damals war. Aber aus den Schilderungen, und ich habe ja auch immer Kritiker, die immer sagen, ja, warum redest du da negativ drüber? Ja, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, unter einem solchen Regime leben zu müssen. Ist ja jetzt schon schlimm. Ne? Stell dir mal vor, wie es damals war. War ja noch eingeschränkt. Da durfte es hier gar nicht aus der Reihe tanzen. Stell dir mal vor, ich wäre da so rumgelaufen wie heute. Die hätten sich, ne, da irgendwo einkassiert.
Okay, das sind so ein paar Punkte. Und deswegen suchen wir auch immer Mitstreiter. Wir suchen Redakteure, Leute, die also Artikel schreiben wollen oder Filme drehen oder Interviews machen wollen, auch mit uns zusammen oder für uns, die uns dann ihre Berichte reinsenden. Wir veröffentlichen das dann gerne. Wir arbeiten dann quasi auch in dieser Weise zusammen, sprechen uns ab. Und keine Sorge, wir werden dann auch helfen, ja, in der Erarbeitung solcher Dinge und auch uns besprechen. Und ich will ja dann auch nochmal einen Termin machen hier mit Leuten, die also schon journalistisch tätig sind oder tätig werden wollen. Und da setzen wir uns hier mal zusammen und besprechen, wie man das am besten machen kann. Da werde ich dazu noch eine Einladung versenden. Auch wurde ich gebeten, nochmal kurz darauf einzugehen. Wir hatten angekündigt, einen Film zur Verfügung zu stellen, die Aufzeichnung von diesem einen Matrix-Seminar, was hier in der Schweiz gelaufen ist. Aber wir sind von den Veranstaltern gebeten worden, das zurzeit nicht zu tun, weil es eben Druck und Drängelei für Einzelne da gibt. Und wir würden denen schaden möglicherweise dabei und damit. Und deswegen verzichten wir derzeit darauf und werden das auf unabsehbare Zeit mal verschieben und später dann vielleicht nachliefern, wenn die Freigaben dazu gekommen sind. Sorry dafür, aber da haben wir Verständnis dafür. Wir wollen keinen Menschen schaden. Und deswegen berichten wir dann eben so darüber dann nicht. Ja, nur nochmal, damit ihr das auch wisst, für diejenigen, die das noch nicht mitgekriegt haben, die da vielleicht auch vor Ort waren. Also die wollen natürlich auch so kleine Informationen haben dafür. Ich hoffe, ihr habt ihr Verständnis dafür, dass halt unser Prinzip, dass wir die Quelle auch immer schützen müssen. Und in dem Fall machen wir das auch. Ja, also dann bitte nicht vergessen, nutzt auch unser neues Medium, unser Wakeness TV, Video- und TV-Kanal, den wir uns hier aufbauen und aufgebaut haben, als Alternative oder als Ausweichmedium. Sollte es bei YouTube nicht mehr möglich sein, seine eigenen Videos hochladen zu können, weil wir dort auf diesem Kanal Wakeness TV eben unsere Videos unabhängig davon hochladen könnten, wenn man uns zum Beispiel den Kanal bei YouTube oder so sperrt oder sonst irgendwas. Und das ist ganz einfach, da mitzumachen. Einfach euch registrieren mit ganz simpel und eine gängige E-Mail-Adresse da eingeben. Mehr brauchen wir gar nicht von euch. Und dann könnt ihr mitmachen, dort bewerten, Kommentare schreiben und auch eure eigenen Videos, die ihr für gut und richtig haltet, dort mit einzubringen, verlinken. Und es sind jetzt schon, ich gucke gerade mal drauf, knapp 1700 Videos dort zu finden. Alles natürlich aus dem Bereich, in dem wir uns hier bewegen. Vergesst die Sticker nicht, die sind wichtig. Damit kann man vor Ort auf uns aufmerksam machen. Man sollte auch, jeder, der ein Fahrzeug verwendet, kann das hinten drauf oder irgendwo mit draufkleben. Auch das hilft, dass man uns wahrnimmt. Ja, dann auf jeden Fall hier auch die T-Shirts tragen mit United We Strike oder Wake News. Das ist wichtig. Und andere Textilien, jetzt ist ja im Moment noch sehr heiß, aber es wird irgendwann etwas kühler. Da kann man sich auch andere Textilien noch anschauen. Wir haben ja einiges an Angebot. Einfach mal reinschauen beim Laufteufel.de. Der hat jetzt auch noch einiges an Lager. Da könnte ihm auch helfen. Einfach was bestellen. T-Shirts, also Kleidungsstücke braucht man eh. Und das sind ja exklusive Produkte, die also sonst nirgendwo zu erhalten sind. Ja, also das ist auch was Besonderes und das noch zu relativ guten Preisen. Wir haben ja keine Massenfertigung, die man machen kann, sondern es sind ja alles Kleinstauflagen. Insofern muss man natürlich auch von den Preisen her das immer ein bisschen im Kopf behalten. Auch versuchen wir, gute Qualität zur Verfügung zu stellen. Ja, aber wir sind ja bei Wakeness hier nicht kommerziell. Das läuft also über den Shop laufteufel.de. Das ist wichtig. Und und auch ansonsten können wir eure Unterstützung brauchen, solange das Schuldgeld noch irgendetwas wert ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite man etwas Gutes damit tun will. Gutes in Hinsicht auf die Ziele, die wir formuliert haben, Aufklärung, Informationsweitergabe. Und
Erstellen von entsprechenden Videos und so weiter können wir eure Unterstützung brauchen. Bei uns läuft die Kostenmaschine leider auch und noch müssen wir das auch mit Schuldgeld da bedienen. Also da freuen wir uns, wenn ihr uns helfen könnt. Ja, manchmal sind es auch nur ganz kleine Beträge. Ja, das ist nicht jetzt von jedem riesige Beträge, die da kommen müssen, sondern Kleinstbeträge helfen auch. Wenn es von vielen kommt, nutzt es ja auch. Da freuen wir uns. Okay. Ja, wir sind ja jetzt hier im United We Strike Radio Marathon. Das heißt, wir werden gleich nicht aufhören, sondern die Sendung geht weiter. Geht dann über die ganze Welt auf Englisch weiter nach der nächsten kommenden Pause. Und insofern denke ich, für alle die, die dranbleiben wollen oder später einschalten wollen, dann schauen wir, wie das läuft. So, jetzt muss ich gerade noch mal eine kurze Nachricht hier schicken an meinen Kollegen. Wegen der Sendung, eine Sekunde, da geht es um den nächsten Gast. So, ja, und jetzt schauen wir noch mal, ob da was von euch reingekommen ist. Bitte denkt dran, auch immer auf meinen Seiten nachzuschauen bei awakenings.net News und natürlich immer bei Planet X News und Weltkrieg 3 und anderen Themen, die ich dafür nutze, dass man da auch immer wieder einen aktuellen Überblick bekommt. So, was heißt das hier? Flüchtlingscamp Dresden. Das kam wo? Schauen wir mal eben. Das kam bei Zeit Online. Schweigen, verschleiern, lügen. In Dresden hat die Landesdirektion versagt, würdige Unterkünfte für Flüchtlinge bereitzustellen. Doch es gibt einen weiteren Skandal. Die Manipulation der Öffentlichkeit. Ja. Seit Wochen behindern die Behörden und Betreiber des Dresdner Flüchtlingscamps. Wird überall mächtig Kohle verdienen. Die Berichterstattung, Journalisten erhalten keinen Zutritt, bekommen kaum Informationen. Freiwillige Helfer und Flüchtlinge dürfen nicht mit der Presse reden und selbst die ehrenamtlich arbeitenden Ärzte bekommen einen Maulkorb. Das ist das Schweigen, der billige Versuch, Wahrheit unter Verschluss zu halten. Nun, nachdem zwei Ärzte am Donnerstag über die katastrophalen medizinischen Zustände ausgepackt hatten, wurde Journalisten am Freitag im vorderen Teil des Lagers der Zutritt gewährt. Am Abend liefen Beiträge in ARD und ZDF. Es handelt sich um eine kriminelle Aktion, Leutchen. Das muss uns klar sein. Da wird noch viel mehr verschwiegen. Nicht nur das, nicht nur die Zustände in den Camps, sondern warum die Leute da sind, wie sie da hinkommen und wer dahinter steckt und wer es finanziert. Alles das, über das reden wir ja hier in den Sendungen. Das wird veröffentlicht auch bei anderen freien Medien. Ja, dann Vorwurf. Moscheen kümmern sich nicht um Flüchtlinge. Ja. Weil die wollen die ja eigentlich auch nicht hier haben. Infokop Verlag und so weiter. Ja, gebe ich euch später auch den Link dazu. Könnt ihr alles nachlesen. DPA ruft zur Sprachzensur gegen Asylkritiker auf, auch beim Kopfverlag erschienen. Ihr seid Rassisten. Ja, auch das alles gelenkte Propaganda. Ja, was haben wir noch? Was geschieht, wenn ich eine Cola trinke? Oh Mann, ey. Ja, das würde ich überhaupt gar nicht erst machen. Das kam bei zentrumdergesundheit.de. Könnt ihr gerne nachlesen. Wer also jetzt noch Cola trinkt, der ist selber schuld. Dem kann man nicht mehr helfen. Da kommt noch was hier. Gaddafi hat gewusst, was läuft. Bei Volksbetrug.net kam das. Ja, das haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Dann die USA planen die Stationierung vom Panzerbataillon in Polen. Ja, damit es noch schneller die Grenzen dicht sind, damit sie uns dann einkreisen können von außen nach innen. Die machen den Sack zu, dass wir nicht mehr fliehen können, oder? Ne? Alles klar. Was haben wir noch? Ja, das war es leider schon mal, weil wir müssen nämlich jetzt in die Pause gehen, weil ich muss mich vorbereiten auf die nächste Sequenz, die jetzt folgt. Und ja, ich würde mal sagen, klasse, dass ihr eingeschaltet habt und hier mitgemacht habt. Nicht die Sticker vergessen, bitte. Und es geht gleich weiter. Wir werden die Aufzeichnung dann frühestens Montag zur Verfügung haben von der heutigen Sendung. Es muss uns klar sein, hier brennt die Hütte.
Europa ist im Hexenkessel. Und das müssten wir eigentlich jetzt langsam mal erkennen und müssen das den Leuten erklären vor Ort. Wir haben die Aufgabe. Die Massenmedien machen es nicht, weil sie das nicht dürfen, nicht sollen. Die haben genau den anderen Auftrag, uns für dumm zu verkaufen und eben dafür zu sorgen, dass den meisten Leuten das gar nicht klar werden kann, was hier alles abläuft. Es ist ja auch zu ungeheuerlich, diese ganzen Geschichtchen. Okay, wir sind am Ende des deutschsprachigen Teils der United We Strike Radio Marathon-Sendung. Super, dass ihr da wart. Und wie gesagt, wir gehen jetzt in eine kurze Pause. Wir hören dann vom Serienchiller noch Karma. Und dann begleitet ihr uns vielleicht dann auch noch bitte weiter im englischsprachigen Teil. Ich werde eine kurze Zusammenfassung bringen und dann auch schon mit unserem nächsten Gast Joanne Consciousness versuchen, Kontakt aufzunehmen. Dann geben wir da ein paar Minuten mehr, weil ich nicht weiß, ob unser nächster geplanter Gast, der Neil Forster heute kann. Der hat immer, weil er jetzt inzwischen in den USA lebt, ein Zeitproblem. Ein kleines Schlückchen Wasser. So, also, ich danke euch. Wir hören uns. Bis gleich. Ist der Teil von Wakeness Radio, Wakeness TV. Ansonsten nächste Woche. Wakeness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakeness.net.